Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Genau. Also mit den Entwicklungspotenzialen ist es sehr schwierig, da wir auch keinen so einen großen Einblick. Aber was mich halt als Fachbesucher auch mal interessieren würde, und da denke ich, ich bin immer sicher, dass noch viel Entwicklungspotenzial drinsteckt, ist einfach in der tiefen Integration der KI in die klinischen Abläufe. Das heißt, dass man halt wirklich mal so eine durchgängige tiefe Integration hat von der optimierten Terminvergabe bis hin zur automatisierten Befunderkennung und strukturierten oder bis hin zur strukturierten Befundung, wo dann aus dem strukturierten Befund oder die Messwerte der KI, so rum geht es, glaube ich, besser, die Messwerte der KI-Algorithmen automatisch in den Befund übertragen werden und wieder rückübermittelt ans RIS. Also diese tiefe Integration, ich denke, das wäre für alle von Interesse, wenn man sowas mal live sehen könnte. Da reden wir auch noch viel Entwicklungspotenzial drin. Da reden wir auch über Kombinationen und Verbindungen mit der berühmten oder eher berüchtigten digitalen Patientenakte. Okay. Ja, eventuell, ja. Ja, wäre ja nicht falsch, wenn man neben medizinischen, ärztlichen Befunden, Medikamentierung, Operationen und was da sonst noch alles ist, auch das entsprechende diagnostische Bild oder vielleicht auch Labormaterial vorfindet als behandelnde Ärztin oder Arzt, dann nimmt man sozusagen seine Gesundheitsvita als Patientin und Patient weltweit mit. Und das könnte ich mir auch als einen riesengroßen Fortschritt insgesamt vorstellen. Ja, das ist sicherlich ein riesengroßer Fortschritt, aber da wären wir dann gleich bei einem meines Erachtens noch sehr großen Hemmschuh in Deutschland zumindest, der die KI betrifft, und das ist das Cloud Computing. Weil digitale Patientenakte hin oder her und alles auf der Karte speichern, mit Röntgenbildern wird es nicht hinhauen. Da braucht man irgendwo einen Speicherplatz, auf den die Karte dann verlinkt und von dem man aus die Bilder und Befunde runterlädt. Ja, ohne Cloud wird das nicht gehen. Ja. Ohne Cloud wird das nicht gehen. Das kriegen Sie vielleicht auf Speicherchips unter, aber das ist sicherlich nicht die Zukunft. Gibt es denn andere Bereiche außer dem Thema Cloud, vielleicht Datenschutz, wo Sie Hemmschwellen sehen in der weiteren Entwicklung? Ja, also neben dem Cloud Computing ist der zweite Hemmschuh sicherlich in Deutschland, und das hört man immer wieder, ist die fehlende Vergütung für den Einsatz künstlich intelligenter Algorithmen. Aber der betrifft ja in Deutschland, soweit ich weiß, nicht nur die KI-Anwendungen, sondern generell die gesamte Thematik moderne Modalitäten. Weil genau genommen bekommt ja einer mit einem durchschnittlichen CT oder wenn man einen älteren CT betreibt, für den dasselbe pro Patientenuntersuchung, wenn man das neueste Modell sich angeschafft hat. Also Digitaltechnik, denke ich, oder moderne Untersuchungsverfahren wäre schon mal wert, wenn man die bei uns ein bisschen besser fördern würde. Und ein bisschen besser honorieren, Herr Dr. Möller. Wir kommen ja nachher auch nochmal miteinander ins Gespräch als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Teleradiologie. Ich habe mir im Hinterkopf schon mal vermerkt, das Thema Vergütung wäre eins, das man vielleicht von Verbandsseite auch schon mal angehen könnte. Sollten wir mal drüber reden. Letzte Frage an Sie, Herr Gebhardt. Welche Rahmenbedingungen erschweren die Entwicklung in Deutschland oder haben wir damit schon alles abgehandelt, was Sie eben gesagt haben? Ja, das waren eigentlich meines Erachtens die beiden Rahmenbedingungen, die wichtigsten sind. Zum einen das Cloud Computing mit dem Datenschutz und das andere eben mit der Vergütung. Ich habe jetzt im Augenblick. Entschuldigung, ich habe im Augenblick jetzt keinen. Jetzt lasse ich Sie reden. Nein, das waren im Wesentlichen die zwei Dinge, die wir vorher besprochen haben, das Cloud Computing und die Vergütungssituation. Wenn man die beiden schon mal in den Griff bekommen würde, dann denke ich, wäre es schon mal ein großer Schritt nach vorne. Julius, ich wäre dir dankbar, wenn du mal diejenigen, die ihre Mikrofone aufhaben, alle abschaltest. Dann haben wir keine Rückkopplung und keine Störungen. Ja, an der Stelle, Herr Gebhardt, vielen herzlichen Dank erstmal an Sie. Ich habe im Chat noch keine Frage an Sie, aber das kann ja im Laufe der nächsten Vorträge noch kommen. Ich bin bei Marc Ravanchat. Er ist Business Development Manager von Context Flow
ein Unternehmen, das aus Wien kommt. Er stellt das Produkt ContextFlow Advanced Chest CT vor. Das ist eine CAD-Software für Lungenerkrankungen und speziell auch gerade für Lungenkrebs. Herr Hammanschat, wir sind gespannt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich kurz präsentieren darf, was wir so tun bei ContextFlow. Wie gesagt, mein Name ist Marc Ravanschatz, bin schon ein paar Tage im Geschäft, aber relativ neu noch bei, ja, 2,5 Jahre jetzt inzwischen bei ContextFlow, habe mitten in Covid geendet, gewechselt und bin jetzt dabei, bin Teil dieses tollen Teams aus über 40 Mitarbeitern inzwischen. Ein ganz junges, sehr innovatives, agiles Team. Wir sind ein Spin-off aus der Med-Uni Wien, bestehen aus, wie gesagt, über 40 Mitarbeitern aus 20 Ländern tatsächlich. Viele davon sitzen auch zu Hause. Wir nutzen also die Cloud tatsächlich, um ein bisschen das Thema von eben aufzugreifen, um uns weiterzuentwickeln, um die Produkte weiterzuentwickeln. Anders könnten wir heute gar nicht wachsen. Zwei Punkte vielleicht zu unserer Software. Wir haben natürlich einen CE-Mark und dürfen damit unser Produkt, unsere Produkte in Europa vertreiben. Wichtig ist mir immer dieses Kürzel MDR. Das ist diese neue CE-Mark-Geschichte aus der Europäischen Union. Wichtig an alle Zuhörer, also wenn Sie sich für eine KI entscheiden oder generell für ein Medizinprodukt ein neues, achten Sie wirklich darauf, dass dieser neue Stempel da drauf sind. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, Partnerschaften mit vielen Marketplaces zu haben. Wir glauben an die Integration, einmal über Marketplaces, aber natürlich auch über verschiedene Riss- und Packshersteller, mit denen wir auch Kooperationen betreiben. Das sind ein paar Herren, die uns unterstützen bei der Weiterentwicklung. Natürlich hier Christian Herold erwähnt, aus dessen Institut wir am Ende auch geboren sind. Dann ein bisschen weiter rechts Professor Kotter, den sicherlich ganz, ganz viele kennen, sehr bekannt in der IT-Radiologie-Szene in Deutschland. Und auf der rechten Seite zwei Herren aus den Benelux, die uns auch wirklich wunderbar weiterhelfen. Dann stellt sich immer die Frage, warum tun wir das, was wir tun und warum glauben wir, dass es so wichtig ist? Das ist im Prinzip die Folie, die das erklärt. Sie sagt einfach, es ist echt schwer, Lungen-CTs zu diagnostizieren. Wir haben hier verglichen, beziehungsweise in einer Studie von 2016 wurden verglichen, wie die Interobserver-Varianz ist tatsächlich zwischen verschiedenen Radiologen. Und jetzt müsste man ja aus Patientensicht hoffen eigentlich, dass dieser Kappa-Wert eher so bei 1 ist. De facto ist der leider irgendwie bei 0,5. Und böse könnte ich jetzt sagen, da wird ein bisschen mehr gewürfelt als diagnostiziert. Einfach weil es echt schwer ist, Lungen-CTs zu diagnostizieren. Es gibt ein schönes YouTube-Video von Professor Prosch zu diesem Thema auf unserem Kanal. Da beschreibt er das nochmal, warum das so schwer ist. Und wir glauben, hier können wir unterstützen und helfen. Was wir auch getan haben, ist, wir haben unsere Software entwickelt und dann de facto zurückgebracht in die Med-Uni Wien. Und Sebastian Röhrig hat ein ganz spannendes Paper geschrieben dazu, wie man mit unserer Software wirklich schneller ist im Befunden von Lungen-CTs, natürlich insbesondere bei den sehr komplizierten interstitiellen Lungenerkrankungen. Was er auch gefunden hat, ist, dass es eine bessere diagnostische Qualität gibt, tatsächlich mit unserer Software. Da ist aber so ein kleines Sternchen dran, das muss ich der Vollständigkeit halber erwähnen. Das liegt daran, dass wir für die bessere diagnostische Qualität nicht genug statistische Daten haben. Sie wissen sicherlich, das ist auch gar nicht so einfach, das zu machen. Im Nachgang schicke ich natürlich die Folien raus und Sie haben alle Zugriff auf die Folien und da gibt es dann auch einen Link, wie Sie direkt auf diese Studie zugreifen können. Talking about Studies. Auf dem letzten ECR vor jetzt, glaube ich, 4 Wochen, haben wir auch ein Paper vorgestellt, wo wir zeigen, wie wir Emphysemdetektion in der Lunge machen. Wir sind immer noch nicht beim Krebs angekommen, so wie ich angekündigt wurde, kommt aber gleich. Emphysem ist ein wichtiger Punkt, der auch sicherlich beim kommenden Lungenscreening sich angeguckt werden soll. Also wie ist eine mögliche Emphysemverteilung in der Lunge? Heute macht man das, so wie Sie das rechts sehen, mit über Hounsfield Units. Das heißt, man macht ein relativ einfaches Threshold-Verfahren
und stellt dann das Emphysem entsprechend dar. Da gibt es natürlich viele Scannerabhängigkeiten. Das Protokoll muss sehr, sehr genau stimmen, was sicherlich zu Problemen führt. Wir machen wirklich eine Mustererkennung in der Lunge, eine dreidimensionale Mustererkennung, um es richtiger zu sagen. Und wenn wir da vergleichen, hier die Ground Truth, das ist das zweite Bild von rechts in der jeweiligen Zeile, mit dem, was unsere Software detektiert, ist das schon deutlich näher dran an dem, was der Radiologe wirklich manuell annotieren würde. Und das führt natürlich zu höheren Behandlungserfolgen, wie Sie sich sicherlich vorstellen können. Wo sind wir heute schon installiert? Wir sind in Wien gestartet und aus Wien de facto heraus immer größer geworden. Heute haben wir 17 aktive Kunden in 7 Ländern. Wir waren natürlich auch in den letzten Jahren relativ erfolgreich mit neuen Verträgen, die wir abgeschlossen haben. Und die sind gerade in der Implementierungsphase, also über 20 neue Kunden erwarten wir sehr schnell. Unser Customer Support, da sind wir sehr stolz drauf, ist wirklich auch über Europa verteilt. Das sind die roten Punkte, die Sie hier sehen, sodass wir unseren Kunden immer wirklich auch nah zur Verfügung stehen können. Ein paar Referenzen möchte ich natürlich erwähnen, bevor ich jetzt gleich auf unser Produkt eingehe. Das sind einmal natürlich Helmut Prosch aus dem AKH in Wien, der Medizinischen Universität in Wien. Professor Mildenberger und Elmar Kotter muss ich hier sicherlich nicht in dieser Runde vorstellen. Aber vielleicht nochmal Professor Neuerburg erwähnt. Das ist nämlich ein ganz normales, wenn Sie so wollen, Krankenhaus in Duisburg, gar nicht weit weg von wo ich gerade lebe, in Aachen. Eben ein Allgemeinversorgerhaus. Und gerade in Duisburg, können Sie sich vorstellen, gibt es immer noch viele Patienten, die Probleme mit der Lunge haben, einfach aufgrund der Historie dort. Gut, dann nochmal auf unsere Applikation. Was machen wir eigentlich? Wir liefern ergänzende Informationen zur Identifikation und Interpretation von lungenspezifischen Bildmustern. Jetzt habe ich das Ihnen so vorgelesen. Warum tue ich das? Eben weil das unser Verwendungszweck ist und jedes Medizinprodukt muss einen Verwendungszweck haben. Und das ist eben unserer. Wir machen das mit einer quantitativen und qualitativen Bildanalyse und zeigen, und das ist, glaube ich, wirklich ganz spannend für viele, auch Referenzinformationen zu den jeweiligen Bildern, sodass man dann sehr schnell Richtung Radiopedia oder StatX abbiegen kann und sich Informationen über das Emphysem, über Ground Class Opacity, über das Honeycombing, also die verschiedenen Muster, die so in der Lunge vorkommen, besorgen kann. Und das ist auch der Grund, warum wir meinen, man bekommt eine erhöhte diagnostische Qualität. Dann haben wir unsere Produkte in drei Teile eingeteilt. Einmal den Insight Screen, der Ihnen einen gesamten Überblick über den Zustand der Lunge sehr schnell und sehr einfach liefern kann. Ein Timeline-Produkt, mit dem man sehr schön den Verlauf von Größenveränderungen gerade in Lungenknötchen sich darstellen kann. Sehr, sehr schön. Mein Lieblingswert ist hier Time to Double. Und unsere Initialapplikation, mit der wir auch mal gestartet haben, Search, mit dem man eben visuell ähnliche Bilder sich darstellen lassen kann. So sieht der Insight Screen ein bisschen größer aus, dass Sie den auch einmal gesehen haben. Ich zeige Ihnen gleich auch noch mal größer. Wo wir eben verschiedene Muster wirklich quantifizieren können. Und diese Quantifizierung ist schon was sehr Spannendes und sehr Besonderes. Wenn wir so an neue, sehr teure Medikamente denken, Fibrosemedikamente, hilft es schon zu wissen, ob das Medikament jetzt wirklich anschlägt oder nicht. Und das kann man eben als Mensch so gut wie nicht tun oder nachmessen. Es ist einfach ein dreidimensionales Konstrukt, diese Lunge, und sehr kompliziert, da irgendwelche Größen herauszuholen. Ja, das können wir tun. Wir zeigen natürlich auch die Lungenknötchen, vermessen die und zeigen die an. So sieht der Insight Screen noch mal ein bisschen größer aus. Also hier die Muster, die wir detektiert haben, hier die Quantifizierungen zu den jeweiligen Mustern und jedes Muster auch noch mal schön in der MIP dargestellt. Auf der MIP hier unten wird dargestellt, welche Knötchen wir detektiert haben. Sie können dann auf das Knötchen natürlich draufklicken. Wir springen in die passende Slide rein und zeigen das Knötchen an.
Hier sieht man das nochmal ein bisschen größer. Also Zugriff auf das Knötchenmanagement passiert in diesem Screen. Und von hier aus haben Sie auch immer direkten Zugriff auf die Guidelines der jeweiligen Societies, sodass Sie auch das nicht mehr in einem Textbuch neben sich liegen haben müssen, sondern ganz einfach im Zugriff haben. Das ist unser Timeline-Screen. Da sind wir wirklich besonders stolz drauf. Mir hat neulich ein radiologischer Kollege von Ihnen gesagt, um so einen Screen de facto im Live präsentieren zu können, bräuchte er über eine Stunde. Und wir liefern das natürlich in Sekundenbruchteilen de facto einfach so auf den Screen, sodass Sie hier sehr schön sehen können, wie hat sich das Knötchen über die Zeit verändert. Das hier ist die Zeitachse, in der das eben dargestellt wird. Sie können direkt in die jeweilige Aufnahme springen und auch hier natürlich die jeweiligen Messwerte bekommen, die wir Ihnen liefern. Ja, coming soon, wo sind wir dran? Was kommt als nächstes? Was wollen wir weiterentwickeln? Sehr bald werden wir releasen ein Tool zur Malignancy Score. Also es ist ein englischer Begriff, einfach weil die Firma, mit der wir da zusammenarbeiten, aus den USA kommt. Und die haben das auch schon entwickelt, validiert und haben festgestellt, dass mit diesem Tool 30% weniger False Positives sind, was natürlich dazu führen kann, gerade bei den Knötchen, dass wir Patienten viel weniger beunruhigen. Weil wenn wir jetzt sagen können, okay, es ist kein, das Knötchen, was Sie hier zwar haben, ist nicht gefährlich, ist das ja wunderbar für den Patienten und auf Dauer spart das natürlich dem Gesundheitssystem Geld. Es muss keine sinnlose Follow-up-Untersuchung gemacht werden, es reicht kein PET-CT, keine Biopsie, die dabei natürlich auch noch gefährlich ist. Und was auch festgestellt wurde mit diesem Tool, das wir exklusiv in Europa integrieren dürfen, bekommt man 45% weniger False-Negatives-Ergebnisse, was mein sehr persönlicher Trigger ist und eben zu einer Welt ohne medizinische Fehler irgendwann führen kann. Auch da gibt es natürlich eine schöne Publikation zu, die hier verlinkt ist. Zusätzlich noch, und das ist ganz wichtig, insbesondere wenn wir über Marketplaces reden oder wenn wir über die Integration in NPAX reden, haben wir die Encapsulated PDFs, die wir zurückspielen, wo Sie also gar nicht mal unser User Interface aufmachen müssen, sondern direkt die Reports in Ihrem PAX darstellen können. Viele PAXe können das darstellen. Gleiches gilt für die Secondary Capture Bilder, die wir zurückspielen, wo also unsere Findings als DICOM-Bilder zurück ins PAX gespielt werden und Sie dann darstellen können und tatsächlich damit weiterarbeiten können. In dem Screenshot hier habe ich mal einen Screenshot von einem PAX-Anbieter gemacht, wo man eben sieht, wie man mit unserem Secondary Capture, das ist hier oben links, dann natürlich eine MPR erstellen kann und dann natürlich auch mit der Originalserie sehr schön verlinken kann. Was wir auch tun, zwei Slides noch, wir spielen Enhanced Structured Reports zurück, wo unsere Knötchen drin sind, die man dann auch in dem PAX sehr schön darstellen kann. Eben fiel ja schon mal das Wort strukturierte Befundung. Das ist das, was wir so tun. Ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen an die Zeit gehalten. Das sind meine Kontaktadressen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Sie, Herr Avantgarde. Das fand ich sehr spannend. Ich habe im Augenblick im Chat noch keine Frage. Gibt es eventuell spontan jetzt aus den Reihen der Zuhörer und Zuhörerinnen eine Frage an Herrn Avantgarde? Was ist denn beim Lungenscreening mithilfe von KI die größte Herausforderung? Ist es die Feinheit des Gewebes, ist es die, Sie haben von Dreidimensionalität gesprochen, ist das bei dieser Körperstruktur eine große Schwierigkeit? Wo waren die größten Herausforderungen? Wenn man über Lungenscreening redet, sagen alle immer Knötchenerkennung, Knötchenerkennung, Knötchenerkennung. Das ist natürlich was ganz Wichtiges. Ich denke, in der Praxis wird es darauf rauslaufen, dass es nicht zu viele False Positives gibt. Sonst wird der Radiologe einfach nicht glücklich. Wenn es andauernd blinkt, 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 ist das nicht gut. Und was man nicht vergessen darf, und da glaube ich, sind wir besonders stark, es geht nicht nur um die Knötchen,
sondern es geht eben auch um die Muster, die wir dann in der Lunge erkennen können. Emphysem ist ein schönes Beispiel. Die anderen Muster, die wir gerade jetzt sehr verstärkt sehen nach der Pandemie, die es dann auch die Knötchendetektion nicht mehr so einfach macht. Das ist ein wichtiger Punkt. Und viele sprechen auch davon, dass man, wenn man dann schon mal die Lunge durch ein CT geschoben hat, dass man sich dann auch vielleicht mal das Herz angucken sollte und vielleicht ein Calcium-Scoring direkt machen sollte, vielleicht auch Richtung Osteoporose nachdenken sollte. Das sind wir noch nicht. Aber wir glauben, das ist ein ganz wichtiges Thema, was kommen wird, gerade beim Lungenscreening. Sie haben zum Schluss was Interessantes angesprochen. Je mehr wir wissen, je mehr wir wissen und je mehr wir können, desto mehr wollen wir dann auch machen. Aber ein Aspekt, den Sie am Rande erwähnt haben, obwohl Sie es, glaube ich, gar nicht so am Rande gemeint haben, erscheint mir aus Patientensicht ganz besonders wichtig, wenn diese Technik uns hilft, Patienten weniger zu verunsichern, so nach dem Motto, wir haben da was entdeckt und wir können schneller und genauer sagen, nein, das ist kein Krebs, das ist gutartig. Ich glaube, dann haben Sie der Menschheit einen großen Dienst erwiesen. Vielen Dank an der Stelle erstmal. Dann kommen wir zu unserem nächsten Vortrag. Der kommt von Dr. Franz Pfister. Er ist Co-Founder und CEO von DeepSea aus München. Er stellt uns den AI Evaluator vor. Was das ist, sagt er Ihnen gleich selbst. Es hat auch was mit IT-Sicherheit und der Verbesserung von Algorithmen für die Kunden zu tun. Aber nachdem Ravanchat schon gezeigt hat, wo überall sein Unternehmen unterwegs ist, möchte ich, Herr Pfister, bei Ihnen schon fast nicht mehr von einem Start-up sprechen. Letztes Jahr waren Sie ja auch schon mal dabei, Anfang des Jahres mit 50 Beschäftigten und Kunden von München bis Melbourne. Sie haben sich auch schon ganz schön entwickelt und wir sind gespannt zu hören, was Sie uns heute mitgebracht haben. Super, vielen Dank, Herr Franke. Ich freue mich, heute hier zu sein und werde Ihnen berichten, wo wir mit unserer Firma DeepSea gerade stehen. Ich stelle mich einmal nochmal kurz vor. Ich bin Franz Pfister, CEO des Unternehmens und Mitgründer, zusammen noch mit drei anderen. Und mein Hintergrund liegt in der Medizin. Ich bin selbst Mediziner und Datenwissenschaftler. Genau, unser Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen als Plattformunternehmen, ist das Thema KI-Sicherheit, AI Safety auf Englisch. Und da will ich Sie einmal mit auf die Reise nehmen, was wir darunter überhaupt verstehen, warum das so wichtig ist. Wir sind natürlich in der Radiologie unterwegs und diese Grafik kennen Sie alle. Das sehen wir eigentlich in allen Geografien global, in denen wir operieren, dass die Anzahl der Bilduntersuchungen extrem in die Höhe steigt, die Anzahl der Radiologinnen und Radiologen zumindest konstant ist. Das ist noch nicht so wie bei den Pathologen, dass die Anzahl der Ärzte nach unten geht, aber zumindest haben wir eine ähnliche Problematik hier in der Radiologie und einige nachgelagerte Themen, die sicherlich viele von Ihnen kennen, Burnout-Themen, viele Positionen sind gar nicht befüllt. Es ist nicht unbedingt in Deutschland ein Problem, aber in anderen Geografien unter dem Befundungsdruck kann die Fehlerrate zunehmen. Teilweise dauert es, bis es zu einer Befundung kommt, viele Wochen, zum Beispiel im NHS und viele weitere Herausforderungen. Und KI ist ja mittlerweile in aller Munde und trägt die Hoffnung mit sich, diese Thematik endlich zumindest teilweise zu adressieren. Und mittlerweile ist auch bei den Ärzten und Ärzten, die KI aktiv nutzen, eigentlich das Sentiment so, dass KI sicherlich nicht die Radiologinnen und Radiologen ersetzen wird, aber möglicherweise diejenigen Radiologen ersetzt werden, die KI in der Zukunft nicht nutzen werden. Genau, und das sehen wir eigentlich mittlerweile sehr schön auch im Markt. Und ich möchte einmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Dieses ganze Feld ist ja sehr, sehr dynamisch unterwegs. Und noch nicht vor allzu langer Zeit, 2016, 2017, kam es eigentlich zu den ersten Durchbrüchen im Bereich der Bilderkennung durch sogenanntes Deep Learning, tiefe neuronale Netze. Es ist also noch gar nicht so lange her, 5, 6 Jahre haben wir Expertenlevel Performance zeigen können
Ein Nachteil bei diesen Algorithmen, die eher akademischer Natur waren, ist gewesen, dass es letztendlich auf Punktlösungen fokussiert gewesen ist. Diese Algorithmen konnten eine Sache richtig gut, hatten aber eine sehr limitierte Funktionalität. Das hat sich mittlerweile das ganze Feld weiterentwickelt. Es gibt sehr, sehr viele kommerziell verfügbare Produkte. Unser so nächste Schritt in der ganzen Evolution war, dass man auch den klinischen Mehrwert hat nachweisen können. Ja, dass das nicht nur im Machine Learning Labor, im KI-Labor eine gute Performance zeigt, diese neue Technologie, sondern auch tatsächlich in der klinischen Praxis, wie man jetzt hier von unseren Partnern aus Korea, Firma Lunit sieht, eine deutlich erhöhte Detektionsrate, wenn KI eingesetzt wird im Vergleich zu einem klinischen Workflow ohne KI und auch ein Effizienzgewinn, ähnlich im Mammographie-Screening oder hier unsere Partner aus Frankreich, die später noch durch Julia de Jong vertreten sein werden, GLIMA, aber ähnliche Performance-Gewinne sehen oder auch unsere Partner aus Berlin, Firma MEDIR, im Bereich der MS-Läsionserkennung und der Volumetrie. Also eigentlich geht es um die beiden Themen Qualitätsgewinn und alle möglichen nachgelagerten Benefits und Effizienzgewinn in einigen Anwendungsbereichen. Und nach diesem klinischen Mehrwert und der Evidenz, die wissenschaftlich gezeigt werden konnte, sehen wir jetzt letztendlich noch eine weitere Entwicklung in den letzten 2 Jahren, nämlich dass die Tiefe und die Breite der Lösungen deutlich zunimmt. Auf der einen Seite gibt es mehr und mehr Algorithmen auch für andere Modalitäten, wie zum Beispiel in der MR-Bildgebung, zum Beispiel unser Partner Columbo. Oder es gibt deutlich mehr Use Cases in einer Modalität im Röntgenthorax. Und wir sehen letztendlich einen Shift von sogenannten Punktlösungen zur Comprehensive KI. Also KI-Lösungen, die nicht nur eine Pathologie erkennen können, sondern möglicherweise alle möglichen Pathologien in einer bestimmten Aufnahme. Genau. Und was wir beobachtet haben über die letzten Jahre ist, dass die Menge an verfügbaren, kommerziell verfügbaren Lösungen durch immer weiter zugenommen hat und dass es mitunter für klinische Kunden eine gewisse Herausforderung darstellt, in diesem ganzen Ökosystem zu navigieren. Ich habe auch wissenschaftlicher Natur einige Empfehlungsguidelines, wie man KI evaluieren sollte, worauf zu achten ist, wenn man KI einsetzt und KI kauft. Und wir kennen diesen Prozess, durch den Kliniken und Praxen durchgehen, sehr, sehr gut. Es ist ein relativ aufwendiger, langwieriger Prozess. Man muss erstmal die richtige Lösung finden und navigieren in diesem globalen Markt. Welche Lösung passt eigentlich am besten zu meinem Workflow? Und dann auch diese Lösung einmal testen. Dann gibt es Themen im Bereich der Regulatorik. Der Kollege gerade schon erwähnt hatte, muss schauen, dass die Produkte auch zugelassen sind für den Anwendungsfall. Dann ist natürlich Datenschutz ein riesiges Thema. Die Cloud eröffnet sehr viele Möglichkeiten. Gibt es natürlich trotzdem noch eine gewisse Skepsis, die man sehr gut adressieren kann. Aber trotzdem ist es ein gewisser Ressourcenaufwand, natürlich, sich mit den Themen zu beschäftigen. Cyber Security im selben Atemzug ein großes Thema. Dann ist natürlich die IT immer involviert. Diese Algorithmen müssen gehostet werden, brauchen möglicherweise auch entsprechende Rechenressourcen. Und dann möchte man natürlich die Ergebnisse von solchen Analysen auch nahtlos in den bestehenden Workflow integrieren. Wenn man das alles gemacht hat, dann gibt es auch noch eine finanzielle Seite, nämlich das vertragliche Framework, Datenschutzframework, mit dem man sich auseinandersetzen muss und Verträge schließen muss mit den entsprechenden Herstellern. Wenn man diesen ganzen Prozess noch laufen hat, kann man loslegen. Und der Nachteil ist allerdings, das dauert relativ lange, 6 bis 12 Monate, wenn man schnell ist. Und es ist insgesamt relativ ressourcenintensiv. Und diese Ressourcen haben klinische Kunden üblicherweise nicht im Überfluss. Und genau da setzen wir mit unserer Plattform an, dem DeepCOS KI-Betriebssystem, wo wir die Partnerlösungen bereits integriert haben und dann den klinischen Kunden Zugriff auf eine ganze Vielzahl verschiedener Applikationen bieten können und all diese Themen in einem Framework, sowohl technisch als auch administrativ, schon mit den Kliniken einfach aufsetzen können.
Genau, das ist letztendlich unser Kernprodukt, das wir den Kunden anbieten können. Und natürlich fragen wir uns als Plattformunternehmen, wie können wir zusätzlichen Mehrwert generieren in diesem sehr spannenden, agilen, schnell wachsenden Ökosystem? Und wie können wir die Herausforderungen, die jetzt bei der Skalierung dieser Lösungen auftreten, entsprechend mit adressieren als Unternehmen? Und wir haben es gerade schon gehört, ein Thema ist die Erstattbarkeit von solchen Analysen. Ein weiteres Thema, und da möchte ich heute den Fokus drauf legen, ist das Thema KI-Sicherheit. Das ist sehr, sehr eng verknüpft mit kontinuierlichen Verbesserungen dieser KI-Lösungen. Und Verbesserung bedeutet nicht nur, dass die Performance besser wird über die Zeit, sondern zusätzlich auch mehr Use Cases und Anwendungsfelder abgedeckt werden können. Genau, KI-Sicherheit ist tatsächlich in aller Munde aktuell. Gibt da verschiedene Ansatzpunkte. Einerseits die Medizinproduktezulassung, die neue, die MDR in Artikel 83 fordert explizit die Überwachung der Medizinprodukte im Markt. Das ist bei Software auf der einen Seite nicht ganz einfach, hat aber natürlich auch die große Chance, dass Software durch die Überwachung kontinuierlich verbessert werden kann. Dann gibt es natürlich die FDA, die sich mit diesen Themen sehr engmaschig beschäftigt und ganz aktuell hier in Europa den sogenannten AI Act, der aktuell im Europäischen Parlament in Brüssel diskutiert wird und ausgearbeitet wird. Da geht es letztendlich auch genau um diese Themen, KI-Sicherheit, wie kann man sicherstellen, dass sogenannte, ich nenne es Hochrisikosysteme, und da fallen die medizinischen Systeme natürlich darunter, im Markt entsprechend auch funktionieren und nicht zu Risiken führen. Und mit dem Thema KI-Sicherheit beschäftigen wir uns natürlich auch sehr intensiv. Und um das vielleicht mal runterzubrechen, um was es hier in der Essenz geht, im Grunde genommen geht es um ein Machine Learning, KI-Algorithmik-Thema. Es geht um die Zielpopulation, auf der solche Algorithmen eigentlich funktionieren sollen. Und diese Zielpopulation, die hat letztendlich viele verschiedene Freiheitsgrade. Und es sind zwei große Gruppen an Freiheitsgraden. Einerseits die biologische Varianz der Zielpopulation, determiniert durch Geschlecht, Alter, verschiedene Pathologien, Ethnien, Geografien und so weiter. Und auf der anderen Seite die technologische Varianz dieser Zielpopulation. Verschiedene Scannertypen, Hersteller, Auflösungen, Scannerprotokolle und so weiter und so fort. Natürlich muss man beim Training dieser Algorithmen sicherstellen, dass die Zieldomäne und die Trainingsdomäne möglichst großen Überlapp haben, dass diese Algorithmen letztendlich auch in der Breite funktionieren. Was letztendlich der Tatsache geschuldet ist, dass kein KI-Hersteller dieser Welt Zugriff auf alle Daten dieser Welt hat, ist die Situation in der Praxis oft die folgende, dass es eben nur ein Subset ist an repräsentativer Zielpopulation, auf dem solche Algorithmen trainiert werden können. Das ist einfach eine praktische Limitation. Das kann allerdings dazu führen, dass die Algorithmen nicht Plug and Play unbedingt auf jeder Zielpopulation direkt funktionieren. Wir sehen das relativ selten, aber es kann vorkommen, und diese Fälle muss man natürlich entsprechend antizipieren, weil es gibt gewisse Risiken, wenn die Algorithmen nicht funktionieren, nämlich dass sich Ärztinnen und Ärzte zu sehr darauf verlassen, dass Vertrauen verloren geht, dass die Qualität der Befundung nach unten geht und natürlich auch entsprechende schwerwiegendere Incidents auftreten, bis hin zu fatalen Folgen. Genau, und da setzen wir an mit unserer Plattform und möchten auch da einen Mehrwert schaffen über das reine Deployment und die Integration der Lösungen hinaus. Womit wir immer anfangen, ist eigentlich, bevor wir eine Lösung auf die Plattform bringen, dass wir uns die erstmal genau anschauen, einen Check der Regulatorik machen, uns anschauen, für welchen Nutzungsbereich eigentlich diese Lösungen zugelassen sind, auf welche Daten die Lösungen validiert worden sind, schauen uns da die Literatur, die Peer-Reviewed Papers ganz genau an. Und ein Schritt, den viele Plattformen nicht machen, wir testen die Lösungen in-house auch auf Benchmarking-Daten. So können wir gewährleisten, dass die Konfidenz in die Lösungen gesteigert wird und wir sicher gehen können, dass wir den Kunden die besten und sichersten Lösungen anbieten können.
Als zweiten Schritt haben wir eine Möglichkeit für die Kunden selbst, sich die Lösungen tatsächlich auch anzuschauen. Wir haben da ein Online-Portal geschaffen, können Sie selbst darauf zugreifen. Das geht über unsere Website, die hier mal im Hintergrund aufgerufen, hier auf Try Now klicken und dann letztendlich sich hier einloggen in unserem Portal und sich einmal mit den Lösungen vertraut machen. Und es sind ganz viele verschiedene Lösungen von vielen Herstellerfirmen, mit denen wir Partnerschaften haben, wie zum Beispiel die Firma Klima, die später auch noch sprechen wird, zur Frakturerkennung. Und da kann man sich als Nutzer im Vorfeld mal ein Bild machen, wie eigentlich diese Lösungen eingebettet werden können ins PACS, wie die Outputs ausschauen und so weiter und so fort. Wir haben da ganz viele verschiedene Beispiele drin, können Sie sich gerne später selbst anschauen. Es ist relativ einfach möglich. Also hier ein anderes Beispiel im Bereich der Blutungserkennung von der Partnerfirma Avicenna aus Frankreich. Somit können wir weiter die Konfidenz in die Lösungen und das Vertrauen in die Lösungen erhöhen, dass Sie als Nutzer oder Nutzerin sich da schon mal vertraut machen können, wie eigentlich diese Lösungen aussehen und was die eigentlich leisten können. Jetzt gehen wir im nächsten Schritt noch einen Schritt weiter über die neue Version unseres AI Evaluators. Das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist die erste Version, die letztendlich statische Outputs anzeigt. In der neuen Version gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Die wird im nächsten Quartal veröffentlicht, wo wir einen Service anbieten für die Kunden, schon auf ihren eigenen Daten diese Lösungen zu testen. Sieht folgendermaßen aus. Wir können letztendlich hier aus dem Portfolio Lösungen selektieren, anonyme Daten in das Portal hochladen und dann letztendlich die Outputs sehen und so sicher gehen, ob denn letztendlich die Algorithmen auch auf ihren Daten gut funktionieren. Es ist in den allermeisten Fällen natürlich der Fall, aber Kunden wollen es natürlich ganz gerne wissen und da sicher gehen und wir als Plattform stellen diese Funktionalität entsprechend zur Verfügung. Genau, wenn wir dann ins Deployment gehen, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, die KI-Lösungen in die Workflows zu integrieren. Ich zeige jetzt hier eine Integration in PACS. Das ist so eine tiefe Integration, die wir mit Nexus Chili gemacht haben. Herr Uwe Engelmann ist, glaube ich, auch da. Danke da nochmal an das tolle Team von Nexus Chili und die tolle Zusammenarbeit. Was Sie jetzt hier sehen, ist letztendlich das Chili PACS in der Integration mit der DeepSea-Plattform. Jetzt wird hier gerade eine Studie versendet. Was Sie auch sehen, ist letztendlich hier schon in der Arbeitsliste, kann den Ärztinnen und Ärzten Feedback gegeben werden über den Prozessierungsstatus der entsprechenden Studien und der KI-Analyse. Wir haben hier auch die Möglichkeit zur Triage. Also hier sehen Sie in Rot, so eine Warnleuchte, die letztendlich im Notfallbereich entsprechende Warnmeldungen ausgeben kann, die ihm ermöglicht, die Arbeitsliste entsprechend zu sortieren, wie beispielsweise hier die Hirnblutung, die gleich, glaube ich, noch angezeigt wird, und so sozusagen eine tiefe Integration in die Bestandsabläufe ermöglicht. Es gibt über unsere Plattform noch viele andere Möglichkeiten, KI-Outputs in die Workflows zu integrieren. Das ist jetzt eine Anwendungsmöglichkeit. Was wir auch anbieten können als Plattform ist eigenes Interface. Das haben Sie gerade schon gesehen im Rahmen des AI Evaluators. Das hat letztendlich eine ähnliche Funktion, hat aber eine tolle Möglichkeit, und zwar können Sie hier ein Feedback geben über die Qualität der KI-Ergebnisse. Und das hat für das Thema KI-Sicherheit eine sehr, sehr große Relevanz. Können hier letztendlich eingebettet in den Workflow auf einer nicht granularen Ebene, sondern auf einem High-Level Feedback geben, die KI-Ergebnisse approved oder rejected werden. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass wir den KI-Herstellern, aber auch den Klinikern die Möglichkeit anbieten können, diese Lösungen zu monitoren. Und zwar zu sehen, wie oft wird die Lösung genutzt, aber zusätzlich auch zu sehen, wie interagieren die Nutzer mit der Lösung, ohne personenbezogene Daten der Patienten
zu exposen, können wir über diese Nutzungsdaten extrem viel Mehrwert generieren. Zum Beispiel im Rahmen der Post-Market-Überwachung der KI-Produkte, die bereits deployed sind beim Kunden und so auch entsprechend die KI-Sicherheit im Sinne der MDR deutlich erhöhen. Eine Möglichkeit ist beispielsweise, dass wir den KI-Firmen Feedback geben können, wo ihre Lösungen vielleicht noch nicht ganz so gut funktionieren und so aber die Möglichkeit schaffen, diesen Domain Gap, den ich vorher kurz charakterisiert habe, wenn er denn auftritt, tatsächlich effektiv zu adressieren, nämlich indem die Modelle auf entsprechenden repräsentativen Retrainingsdaten einmal nachtrainiert werden, dann nochmal klinisch validiert werden und dann eine verbesserte neue Version in die Zulassung kommt. Und so können wir letztendlich die nicht nur die Sicherheit der KI-Systeme, sondern letztendlich am Ende des Tages auch die Patientensicherheit deutlich erhöhen. Und so letztendlich den Loop closen, indem wir dann nochmal eine Validierung machen und erneuten Test nachweisen können, dass diese Gaps, wenn sie dann auftreten, behoben sind und dann entsprechend die neue Version der Modelle zum Kunden bringen. Das sind Möglichkeiten, die wir heute schon zur Verfügung stellen können, beziehungsweise an denen wir gerade arbeiten. Als Plattformanbieter möchten wir natürlich den klinischen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer, zusätzlich natürlich für die Patientinnen und Patienten maximieren, aber gleichzeitig natürlich auch unseren Partnern auf der KI-Partnerseite Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie ihre Marktposition stärken können, als auch arbeiten wir sehr eng mit den Pax und RIS-Firmen zusammen, um eine tiefe Integration in die Bestandssysteme zu gewährleisten. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Freue mich über Fragen und gebe zurück an Sie, Herr Franke. Haben Sie vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Pfister. Das war für mich sehr spannend. Ich übersetze es mal in meine Sicht der Dinge. Sie sind, wenn man mal in die Welt des Fußballs wechselt, Mannschaftsarzt, Trainer, ja, und was noch? In einer Person kann man das ungefähr so sagen. Gib mein Bestes, ja. Okay, also sehr spannend. Ich habe hier auch eine Frage im Chat. So, mit welchen Pax-Anbietern haben Sie schon eine tiefe Integration erreicht oder erarbeitet? Mit einigen tatsächlich. Wir können noch nicht alle veröffentlichen, weil wir da noch keine Verträge haben, die gerade verhandelt werden. Aber um mal ein bisschen vorwegzugreifen, beispielsweise mit der Nexus Chili, dann mit der DigiFirst und den Telepax-Systemen hier in Deutschland. Und es sind viele weitere in der Mache. So viel kann ich verraten. Prima. Ja, gut. Wir haben ja noch ein paar andere Sessions vor uns. Dann hören wir, wie es bei Ihnen weitergeht Genau. und bei anderen sicherlich auch. Ja, vielen herzlichen Dank zunächst mal an Sie, Herr Dr. Pfister. An dieser Stelle kommen wir zu Matthias Steffen. Er ist auch Gründer und zwar der Firma Fuse AI in Hamburg. Und was er uns heute vorstellt, heißt Prostate Carcinoma AI. Und das ist eine Anwendung, die zurzeit, wie er mir erzählt hat, in der Zertifizierungsphase, vielleicht aber auch schon so weit. Wir waren uns da nicht sicher für den europäischen Markt. Und es geht um schnelle und noch schnellere Befundungen. Und ich glaube, wir bekommen auch eine kleine Live-Demo in Verbindung mit Mint Medical, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Herr Steffen. Legen Sie los. Genau, schönen Dank. Herr Franke, danke nochmal für die Einladung. Bevor ich jetzt einige Slides nochmal zeige und bevor wir dann eine Live-Demo sehen, die Herr Schulze uns zeigen wird, noch ein paar Worte zu uns. Also, wir haben in 2019 gegründet mit mehreren Wissenschaftlern und in dieser ersten Phase haben wir uns konzentriert auf die Entwicklung eines sogenannten AI-Backbones. Das ist für uns sozusagen die Basis überhaupt, damit wir verschiedene AI-Lösungen entwickeln können. Wir haben jetzt begonnen mit der Lösung für das Thema Prostate Cancer. Wir setzen das Ganze fort für Breast, Lunge und für weitere Indikationen. Und unser erstes Produkt, da können wir heute ein bisschen was dazu zeigen. Wir entwickeln, ja, wie alle anderen auch, wie alle anderen unsere Kollegen, normkonform nach 13485. Und unser CE-Label nach MDR 2A werden wir nach Busan erhalten. Wir waren ja sehr eingeschränkt durch dieses Bottleneck, was wir im Markt hatten. Es gab zu wenig
benannte Stellen, auch gerade für die AI-Unternehmen, um schneller in den Markt zu kommen. Das hat bei uns jetzt etwas länger gedauert, aber wir werden jetzt demnächst dann tatsächlich soweit sein. Und was wir jetzt in der Zukunft machen werden, und das haben Sie auch am Anfang schon angesprochen, das Thema ChatGPT beispielsweise, GPT-4 ist für uns ganz virulent. Wir werden ein Forschungsprojekt aufsetzen, wo wir untersuchen werden, ob wir aus den Bildern sozusagen automatische Informationen für einen strukturierten Befund auslesen können. Also ChatGPT 4 hat ja da nochmal wieder ganz neue Möglichkeiten eröffnet und das wollen wir demnächst untersuchen. Und auf unserer ersten Folie, wenn ich dann auf die nächste Folie gehen darf, zeige ich nochmal ganz kurz, was macht unser Produkt tatsächlich aus. Prostatekarzinoma AI markiert auf der einen Seite die Prostata selbst und zwei Zonen, TZ und PZ. Und die verdächtigen Läsionen automatisch, was dann für den Radiologen dazu führt, dass er einfach schneller segmentieren kann. Und es gelingt natürlich auch ein schnellerer Fokus auf diese ganzen relevanten View of Interest. Und daraus resultiert natürlich auch eine Vereinfachung der Prostata-Analyse. Wir hören das von unserem Partner in der Schweiz aus Aarau, von dem Dr. Cornelius. Der ist sehr zufrieden, gerade deshalb, weil er die Volumetrierung der Prostata nicht mehr wirklich händisch machen muss, sondern dass das wirklich automatisch funktioniert und er spart damit wahnsinnig viel Zeit. Und dann können wir zu der nächsten Folie übergehen und dort zeigen wir ganz kurz, wie diese Integration in ein PACS-System funktioniert. Unser System ist so, dass wir mit verschiedenen PACS-Herstellern, die ich jetzt im November in Chicago getroffen habe, dass wir uns dort direkt und tief integrieren, dass die Radiologen keine neuen Fenster öffnen müssen, sondern in ihrer bekannten Umgebung bleiben. Also das gilt zum Beispiel eben auch vor allem für die Kunden von Medical, aber auch von vielen anderen. Wir werden jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich noch weitere PACS-Hersteller gewinnen können, die unsere Lösung direkt integrieren. Und das ist hier nochmal ein wesentlicher Punkt, die tiefe Integration unserer Lösung. Wir haben keinen eigenen Viewer, sondern wir sind tief integriert. Und jetzt können wir auf die nächste Folie gehen und nochmal einen Blick werfen auf unseren Partner. Das ist der Professor Franiel aus Jena. Mit ihm haben wir einen Kooperationsvertrag geschlossen und er hat mit uns auch zusammen eine Studie entwickelt, die jetzt demnächst auch veröffentlicht wird. Eine weitere Studie gibt es dann mit dem Kantonsspital Aarau, die auch demnächst veröffentlicht wird. Und im nächsten Schritt wird es soweit sein, dass wir dann auch eben dieses Produkt in den Markt bringen und veröffentlichen können. Gut, dann fragt man uns natürlich auch immer, wo könnt ihr dann jetzt verkaufen? Wir haben ja drei verschiedene Zulassungsverfahren und wir können dann entsprechend dieser Zulassungsverfahren in 37 Ländern verkaufen. Über die MDR, darüber sprach ich eben schon. Wir können in den UK-Market und über 510K in die USA und über MDSAP können wir dann nach Australien, Japan, Korea und Kanada. Das sind die geografischen Möglichkeiten. Das ist unser Skalierungsmodell sozusagen für die Geografie. Und dann bin ich auch schon so weit, dass ich fast übergeben kann. Ruben, die nächste Folie ist, glaube ich, schon eine Übergabefolie. Die zeigt an, dass wir jetzt eine Live-Demo bekommen von Ruben Schulze. Ruben Schulze ist unser Entwickler, der diese Software in den letzten Zeiten sehr stark weiterentwickelt hat und eben auch die Integration mit PACS-Herstellern vorantreibt. Ich übergebe an Ruben Schulze. Vielen Dank, Matthias. Ja, hallo erstmal. Mein Name ist Ruben Schulze, wie von Matthias schon vorgestellt, bin ich Entwickler bei CCI und treibe ganze technische Entwicklung mit voran. Genau, und ich habe euch halt heute einmal so eine kleine Live-Demo mitgebracht. Hier, wie schon Matthias gesagt hat, können wir unser Plugin, unser Prostate Carcinoma AI-Plugin in verschiedene Viewer-Systeme integrieren. Und mit Medical ist eben eins davon. Und hier seht ihr aktuell das Interface von mit Medical. Das heißt, in diesem Viewer kann man sich eben für die Prostata-Befundung Sequenzen darstellen lassen. Das
die Radiologen kennen diesen Viewer auch schon, also zumindest die, die damit arbeiten. Und es ermöglicht eben sehr einfach, dort Dinge anzufragen. Das heißt, wenn wir mal einen Fall nehmen, der noch nicht bearbeitet ist, also ich habe natürlich euch ein paar vorbereitet, können wir hier einfach über einen Klick ganz simpel eine Prostata-Segmentierung anfragen. Und diese Prostata-Segmentierung wird dann im Hintergrund erstellt und kann euch auch direkt eine zeigen, während wir warten. Genau, so sieht das dann aus. Also was sehen wir jetzt eigentlich? Also wer vielleicht sich in der Welt der Prostata-Diagnostik auskennt, wird es schon bekannt vorkommen. Für alle anderen werde ich nochmal hier eine kleine Erklärung liefern. Also Prostatakrebs ist ja ein sehr relevanter Krebs, besonders für Männer. Und für die Diagnostik macht man seine genannte Pirates-Entzündung. Das heißt, der Patient wird nach einer Indikation für Prostatakrebs häufig ein erhöhter Entzündungswert im Blut ins Krankenhaus gebracht und dort wird dann ein MRT gemacht. Und da werden verschiedene Sequenzen aufgenommen. Und diese Sequenzen werden dann dem Radiologen bereitgestellt. Hier sind ein Ausschnitt dieser Sequenzen dargestellt. Und diese Sequenzen muss sich der Radiologe dann sehr aufwendig anschauen. Das heißt, es gibt da verschiedene Steps, und die möchte ich euch einmal zeigen. Das heißt, für die Einschätzung des Risikos für Krebs ist erstmal das Gesamtvolumen der Prostata sehr relevant. Und normalerweise müsste der Radiologe entweder semiautomatisch oder manuell diese Umrandung dieser Prostata Schicht für Schicht eintragen. In unserem unsere Software erlaubt aber diese Erkennung vollautomatisch zu machen. Das heißt, da wo der Radiologe mehrere Minuten braucht, um eine Umrandung sehr aufwendig zu zeichnen, bekommt er eben von uns in wenigen Sekunden bereitgestellt und somit auch direkt eine Volumenberechnung über den Viewer. Und im nächsten Schritt ist dann die anatomische Zonen der Prostata sehr relevant hier in diesen beiden Regionen dargestellt. Das ist die periphere Zone und die Transitionalzone. Denn in der peripheren Zone haben wir in einer der beiden Zonen auf jeden Fall haben wir eine erhöhte Aufschlusswahrscheinlichkeit für Krebs oder für Läsionen. Und das ist eben auch sehr wichtig für die Betrachtung oder die Beurteilung der einzelnen Regionen. Und final erlaubt dann erzeugt unser Modell oder unser Produkt auch eine vollautomatische Segmentierung von malignen oder benignen Läsionen oder zumindest von auffälligen Läsionen. Die werden dann hier auch dargestellt. Eine zum Beispiel ist hier dargestellt. Das heißt, diese Läsionen können dann sind für den Arzt schon mal oder für den Radiologen schon mal vorlokalisiert und müssen nur noch von dem Radiologen innerhalb seines bekannten Viewers eingeschätzt werden nach dieser Pirate Guideline. Das heißt, wir bieten eben eine Vereinfachung des Workflows und auch eine große Hilfestellung, um eben das Leben der Radiologen leichter zu machen und die Geschwindigkeit stark zu steigern. Genau. Das wäre es eigentlich soweit von mir. Falls jemand Fragen hat, könnt ihr gerne fragen. Vielen Dank, Herr Schulze. Ich habe hier im Chat eine Frage. Ich bin mir nicht sicher, wer sie beantworten kann. Sind die Trainingsdaten der KI histologisch bestätigt? Ich weiß nicht, ob das an Dr. Pfister oder an Sie geht, aber Sie setzen schon an zur Antwort. Genau, das kann auch. Ich kann es auf jeden Fall beantworten für uns. Dr. Pfister kann ich das nicht. Wir haben eben auch, also man hatte diese Pirates, vielleicht nochmal ein bisschen Kontextinformationen. Also sobald diese Pirates-Befundung gemacht wird, wird ein strukturierter Befund erstellt. Zum Teil wird das vom Viewer-Software unterstützt, zum Teil auch nicht. Dann muss es manuell eingetragen werden und in Swiss übertragen werden. Auf jeden Fall wird dieser Report, der daraus entsteht, letzten Endes für den Urologen zur Biopsie verwendet. Und daraus kommen dann histologische Daten. Und diese histologischen Daten bestätigen eben, ob sich in den auffälligen Bereichen wirklich eine Krebs oder eine maligne Läsion befindet oder nicht. Und
Wir haben eben intern festgestellt, dass Pirates eine sehr hohe Schwankung hat zwischen verschiedenen Radiologen und dass die histologischen Ergebnisse deutlich näher an der echt, also an der Grundwahrheit dran sind. Und dementsprechend haben wir uns auch entschieden, nicht Pirates als Grundwahrheit zu nutzen, sondern eben diese histologischen Befunde, die dann von einem Expert-Radiologen übertragen worden sind in die MRT-Sequenzen. Ich habe vielleicht noch zwei weitere Fragen von einem Teilnehmer, die sich auf Prostata beziehen, nämlich die Frage biparametrische oder multiparametrische Prostata-MRT. Und wenn ich darf, schiebe ich gleich die nächste Frage nach. Artefakte in der MRT, ein Problem für die Prostata-KI? Fragezeichen. Genau. Also erstmal zu multiparametrisch oder biparametrisch. Nach Pirates Guideline wird eben multiparametrisch gefordert, soweit ich weiß. Könnt ihr mich gerne korrigieren, ich bin kein Radiologe, aber wir nutzen für unsere KI eben rein biparametrisch. Das heißt, für die Annotation wird als Grundlage ein das C2-gewichtete Bild verwendet, transversal. Und zusätzlich geben wir Diffusionsinformationen rein über zwei B-Wert-Serien mit einem hohen und einem niedrigen B-Wert. Das reicht für unsere KI aus, um eben diese Vorhersagen machen zu können. Letzten Endes ist der Radiologe natürlich eigenverantwortlich, die Pirates-Guidelines zu befolgen. Und wenn da multiparametrisch mitgefordert ist, kann er das natürlich mit einbeziehen. Und zur zweiten Frage nach den Artefakten, ja. Genau, zur zweiten Frage. Natürlich spielen Artefakte in den Daten immer eine Rolle. Eine KI, die mit sehr fehlerhaften Daten trainiert wird, trainiert sich häufig nicht sehr gut. Aber letzten Endes ist es ja so, dass die Prostata ein sehr inhomogenes Gewebe ist. Das heißt, wir haben schon sehr viele verschiedene Varianten von der Prostata. Nach unserem Medizinprodukt haben wir natürlich Fälle ausgeschlossen, wo die Prostata bereits entnommen wurde. Das macht ziemlich Sinn eigentlich. Oder zum Beispiel weibliche Daten, macht auch ziemlich Sinn. Aber im Großen und Ganzen haben wir eigentlich alles soweit eingeschlossen. Das Einzige, was noch ausgeschlossen wurde, waren eben, wenn eine Biopsie nicht weit genug zurückliegt, also weniger als 6 Monate, um eben auszuschließen, dass vorherige Biopsien einen Störfaktor sein könnten, weil das dann eben auch aussieht wie eine Läsion, wenn da biopsiert wurde. Und nochmal eine Frage danach. Wie hoch ist die Genauigkeit für die Erkennung einer Läsion? Da kann ich noch nicht genau zu sagen. Wir haben aktuell eine Studie in Aarau, die jetzt losläuft. Wir haben bereits mit dem UKJ eine Studie gemacht, die wir noch nicht veröffentlicht haben oder die Klinik Jena noch nicht veröffentlicht hat. Ich kann zumindest sagen, dass wir eine sehr hohe Genauigkeit haben in der Umrandung der Prostata. Das heißt, DICE 0,93, glaube ich, für die Gesamtprostata und für die Läsionen aktuell. Ich weiß nicht, Matthias, halt nicht aufwendig, was ich sagen darf. Wir werden diese Daten jetzt in der Studie mit Jena veröffentlichen. Vorher wollten wir das noch nicht machen. Gut, genau. Aber ihr Thema findet rasant Anklang bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich habe hier nochmal die Frage, ob Artefakte bei HIFTEP oder Artefakte bei HIFTEP bei Prostata-MRT ein Problem darstellen. Und nochmal eine Frage, 3T oder 1,5T MRT-Geräte als Datengrundlage? Also wir haben aktuell... Ja, Matthias? Herr Steffen. Ja, ich übergebe wieder an Herrn Schulze. Ah, okay, Herr Schulze. Genau, also wir haben 3 Tesla-Daten hauptsächlich zum Training verwendet. Wir haben auf 1,5 Tesla evaluiert. Vorläufige Ergebnisse sahen da sehr gut aus, aber genaueres ist in der Pipeline, um eben da vollends Genauigkeit, Wahrheit zu haben. Wir haben eben auf 3 Tesla-Daten trainiert. Und bezogen auf die Hüft, Gelenke, das wird aktuell, soweit ich weiß, kann auch sein, dass ich falsch liege aktuell. Ich habe es gerade nicht vorliegen. Im Instruction for Use nicht ausgeschlossen, dass Gelenke oder Artefakte in der Hinsicht nicht drin sind. Also wenn sie drin sind, wird es nicht ausgeschlossen, dass man damit eine Diagnose machen kann. Man muss eben sagen, dass
Da der Radiologe hat eben hier die letzte Verantwortung. Wir unterstützen ihn nur in diesem Prozess. Wenn das Modell etwas zurückgibt, durch ein Artefakt, was nicht ganz sinnvoll aussieht, dann muss der Radiologe eben selber denken. Ich weiß, ganz schlimm. Und gucken, ob das Ergebnis Sinn macht oder nicht. Ja, also der Radiologe oder die Radiologin sind nicht verzichtbar. Das haben wir ja schon öfter gehört. Und das gilt natürlich dann auch für solche Fälle. Dankeschön an der Stelle. Im Augenblick keine weiteren Fragen. Herr Schulze, ich komme zu unserem nächsten Vortrag. Julia de Jong, sie ist Area Director für die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz und zwar beim französischen Unternehmen Gleamer mit Sitz in Paris. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, im Augenblick ist das ein eher unruhiges Pflaster, weil ja da die großen Demonstrationen auf der Straße ablaufen, aber nicht in den Labors und in den Unternehmen, in denen Sie tätig sind. Sie stellt uns auch ein neues Produkt vor, und zwar Bone View und Chest View. Und sie zeigt auch ein paar klinische Beispiele, bei denen es auch um erhebliche Zeitersparnis geht. Jawohl. Frau de Jong. Vielen Dank für das tolle Intro. Ja, vielen Dank für das tolle Intro. Also, herzlich willkommen und bonjour. Ich spreche allerdings aus Deutschland heraus, aber habe mir einen schönen Hintergrund genommen. Also Gleamer ist eine französische Firma, wie Sie gerade mitbekommen haben. Und wir kümmern uns um KI für die Radiologie, allerdings in der konventionellen Radiologie. Ganz kurz, wir sind einer der führenden Entwickler, haben bereits mehr als 5000 Nutzer, sind in 520 privaten und öffentlichen Einrichtungen installiert, begleiten bereits 22 Länder dieser Welt, haben ein großes Fundraising bekommen und können eben auch mit sehr viel klinischen Studien eine gute Nutzung der KI widerlegen. Wir sind veröffentlicht worden im Radiology und haben im letzten Jahr zum RSNA den Margulis Award mit einem renommierten Radiologen bekommen. Wir sind mittlerweile mehr als 55 Mitarbeiter in unserer Institution und haben bereits 4 Produkte an den Markt gebracht. Zum ECR haben wir auch noch die CE und das MDR bekommen, sodass wir eben unsere weiteren Produkte vorstellen können. Ich würde jetzt erstmal mit das BoneView starten, und das BoneView teilt sich demnach hier bei uns einmal in das Trauma, das Measurements und das Bone Age, und wir haben noch die ChestView Applikation. Gehen wir mal in das BoneView. Wir nennen das also unseren KI-Assistenten für den Radiologen. Es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass BoneView auch von einem Radiologen mit begründet wurde oder überhaupt die Firma Gleamer in 2017. Das heißt, wir haben also sehr rapide uns eine große Installationsbasis einräumen können und sind eben auch sehr gut anerkannt schon im Markt. Genau, das Trauma spezialisiert sich also auf das Knochenröntgen im Bereich Trauma. Somit können wir verschiedene Pathologien detektieren, wie zum Beispiel Frakturen, Ergüsse, Dislokationen, Luxationen oder aber auch Knochenläsionen. Da zieht es uns aber eher zu den malignen Knochenläsionen, die wir eben zeigen können. Die Körperregionen, die wir betrachten mit BoneView, sind die Extremitäten, die oberen und die unteren, sowie das Becken, die BWS und die LWS und die Rippen, natürlich der Thoraxraum. Wir haben eine Kinderzulassung und natürlich die Zulassung für die Erwachsenen und sind eben CE, MDR, Klasse 2A und haben aber auch das FDA bereits bekommen, sodass wir auch in Amerika schon eingedrungen sind und haben auch dort BoneView am Laufen. Ich zeige Ihnen jetzt mal hier für die Radiologen unter uns und auch die MTRAs, die sich da vielleicht ganz gerne weiterbilden wollen. Eine Dame, natürlich hat die etwas, also nach Sturz in der Badewanne, 77 Jahre alt, hat sie eben Schmerzen. Jetzt kann man mal gucken und ich will sie auch gar nicht so lange aufhalten. Die Bilder werden nahtlos natürlich über eine Gateway an unsere Cloud gesendet, sind dann pseudonymisiert. Man muss sich also nicht wirklich Sorgen machen, ist alles auch GDPR-konform. Und wenn wir dann das Ergebnis bekommen, was in wenigen Sekunden dann auch im PACS wieder in der Patiententasche hinterlegt wird, da sieht man dann einmal so ein kleines Kästchen, was ich hier auf der rechten Seite habe mit positiv. Das heißt, wir haben 2 Bilder bekommen. Wir haben auch 2 Bilder analysiert. Und das System zeigt schon mal, dass wir eine Fraktur haben. Genau das können wir nachher auch nochmal ans PACS oder ans RIS tatsächlich weitergeben, wenn wir eine tiefe Integration haben, sodass man auch eine Worklist-Priorisierung durchführen kann. Jetzt ist es so, dass die KI eben in dem Bild hier die Fraktur erkannt hat. Man sieht jetzt also, dass das Schulterblatt, das ist so eine Y-Aufnahme hier, die man sieht, dass man da eben von der KI die Fraktur erkannt bekommen hat. Eben trotz
dieser Knochenüberlagerung, was ja das Röntgenbild hergibt, ist es sehr gut trainiert. Die KI, die wir natürlich stetig weiter trainieren und immer wieder neue Daten auch dazu bekommen und dann natürlich auch nicht die KI auf dem heutigen Stand stehen lassen, sondern tatsächlich immer noch weiter trainieren. Wir haben dazu nochmal ein CT, das heißt, das wurde dann angeordnet, um zu schauen, wie man jetzt diese Schulterfraktur, Skapulafraktur eben weiter behandelt. Und da sieht man dann hier, dass das CT das auch nochmal bestätigt hat und weiterschaut. Genau. Das Ganze, wie gesagt, kann man mit einer Worklist-Priorisierung durchführen. Wir haben das auch zum Teil schon durchgeführt. Bei der Firma Aqua zum Beispiel, wenn man das Pax oder Daedalus, wenn man das Pax benutzt, da ist es tatsächlich so, dass man eben schon sieht, ob es eine positive eine Daubt oder eine negative Ergebnis von der KI gibt oder eben nicht. Das Ganze können wir aber allerdings auch in das RIS übertragen. Das heißt, der Workflow des Radiologen wird auch vereinfacht, denn heute arbeiten ja nicht immer alle Radiologen nur aus dem PACS heraus, sondern eben auch aus dem RIS heraus, sodass sie aus dem RIS ins PACS gehen und eben ihren Befund dabei schon erledigen wollen und dann auch dort eine Priorisierung bekommen können. Vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir ganz viele Publikationen, natürlich war das Fraktur das erste Tool, was wir rausgebracht haben, dass wir aber mit unseren Publikationen eine zusammenfassende Information rausgeben können, dass eben Befundungszeit gespart wird, nämlich bis zu 35%. Jetzt sagt man, bei Röntgenbildern macht das nicht so viel sein. Allerdings, wenn man 100 Röntgenbilder am Tag diktiert, dann ist das doch schon eine große Menge und dann kann man auch eben die Zeit reduzieren und die nutzen, um etwas anderes zu tun. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass wir eben 30% weniger übersehene Frakturen haben, die Sensitivität natürlich etwas anheben konnten und der Satisfaction Bias, der schlägt ja manchmal ganz gut zu oder ja, da heißt es dann, dass wir die Sensitivität um 30% steigern können, wenn es um multiple Frakturen in Bildern geht. Jetzt sehen Sie hier nochmal so eine kleine Rock Curve, das ist so ein bisschen rausgezoomt hier, also Sensitivität und Spezifität. Und das ist jetzt nur mal angezeigt im Allgemeinen. Dazu gibt es auch hier unten nochmal die Studien, die da rausgebracht wurden. Und zwar sind das die Befunder. Das sind nicht nur Radiologen, sondern was Glima häufig, wo Glima häufig benutzt wird, ist natürlich auch in der Notfallambulanz. Wenn mal ein Radiologe nicht vor Ort ist oder wenn in der Nacht nicht besetzt wird oder der Unfallchirurg sich eben nicht sicher ist. Das heißt, die Spezifität ist natürlich etwas höher bei den Befundern, aber wenn man das zusammen benutzt mit BoneView sozusagen, erhöht sich die Spezifität und die Sensitivität. Für das Measurements, und das ist eines der neuen Produkte, die wir eben rausgeben konnten seit dem ECR, weil wir das MDR haben, also ganz frisch am Markt sozusagen, für die Körperregion der Wirbelsäule, des Ganzbeins, des Fußes, Becken und Hüfte, das sind also die Vermessungen, die wir durchführen können. Wir haben für die Kinder eine Zulassung, da kommt es natürlich auf das Alter drauf an und welche Untersuchungen. Also hier ab 3 Jahre wird das Ganzbein und die Wirbelsäule und ab 10 Jahre für Fuß und Becken. Vorher würde es wahrscheinlich auch nicht allzu viel Sinn machen. Wir haben diese Sachen entwickelt und haben natürlich auch deutsche Kunden dazu befragt, was für Vermessungen ist dann wichtig für sie? Was müssen sie sehen und wo geht der Weg hin? Wir können verschiedene Modalitäten supporten. Das ist einmal dieses EOS-System und einmal das ganz konventionelle Röntgen im Stehen zum Beispiel. Und wir haben eben die CE-Zertifikation. Jetzt zeige ich einmal einen Fuß mit einem Hallux Valgus, sieht man hier ganz gut. Die Bilder kommen jetzt aus Frankreich, deswegen sind die so ein bisschen umgedreht. Die gucken sich tatsächlich die Bilder hängend an. Es stört uns aber nicht, ob wir die Bilder jetzt stehend oder hängend angucken. Die KI kann also mit allem arbeiten und das wären die Ergebnisse. Das heißt, Sie müssen gar nichts tun, sobald eben unsere KI bei Ihnen eingeschaltet ist, wird es eine Gateway geben, die dann diese Bilder zuordnet. Das heißt, Sie müssen sich auch nicht darum kümmern zu sagen, ich schicke das jetzt zu Measurements oder ich schicke das zu Trauma, sondern Sie senden das oder das wird automatisch gesendet an die KI und die kann dann entscheiden, wo das richtig hingeht. Und dann sehen Sie eben diese verschiedenen Vermessungen hier, die durchgeführt werden, die dem Orthopäden dann auch helfen, eine richtig gute Operation durchzuführen. Genau. So, das Gleiche gilt für Becken und Hüfte.
Das heißt, hier an Becken und Hüfte machen wir eben auch verschiedene Vermessungen, zum Beispiel der Schiefstand, inwieweit also sozusagen das eine Bein vielleicht kürzer ist als das andere. Also alle wichtigen Punkte aus der Mitte heraus, um eben dort auch eine Prothesenplanung durchzuführen. Für das Ganzbein tun wir das auch. Wir gehen hier in die Mitte des Oberschenkelkopfes und vermessen dann Richtung Femur runter, dann die Länge der Tibia natürlich, aber auch die Gesamtbeinlänge und den Schiefstand. Genau, das sind also so die wichtigsten Messungen und natürlich die Winkelung. Und wir haben auch noch das Ganze für die Wirbelsäule. Und hier ist es so, dass wir die koronale Balance jetzt mit einarbeiten. Die ist also schon da und kann auch genutzt werden. Leider habe ich da noch kein aktuelles Bild bekommen. Aber das heißt, wir gucken eben, wenn ein Patient sehr skoliotisch ist, dass wir eben hier die Balance nochmal mit anzeigen können, um wie viel Grad sich das neigt. Der Kopfwinkel ist eins der wichtigsten Sachen und natürlich auch wieder der Beckenschiefstand, um zu gucken, was die Skoliose eben dort schon angerichtet hat. Dann auch die Wirbelsäule natürlich der lateralen Aufnahmen und hier können wir eben auch verschiedenste Winkel, auch das Zack nochmal mitmessen und zum Hüftewinkel und natürlich die Länge und die verschiedenen Kopfwinkel, die hier auch zum Beispiel bei der Lordose dann angezeigt werden können. Wir haben, bevor wir ein Tool tatsächlich an den Markt bringen und auch die MDR haben, haben wir bereits immer schon eine kleine Studie, die wir anzeigen können und hier wurde eben für alle Vermessungen das mal über durchgerechnet. Wir haben also über 100 Aufnahmen pro Ansicht hier genutzt und haben zwei Skeletalradiologen genutzt als Goldstandard und wir konnten tatsächlich sagen, also man sieht das ja hier auch ganz gut, dass wir eben der Mean Absolute Error unter 4 Grad liegt. Das ist sehr gut und unter 2 Millimeter bei allen Längenvermessungen. Und das ist sehr gut. Die Prothesen haben ja auch immer bestimmte Größen, die man dann eben bestellt. Das Ganze haben wir dann auch noch für Bone Age, also dieser Assistent Bone View ist dann auch noch das Bone Age. Und hier gucken wir eben nach Gräulich und Peil, wie die AP-Handaufnahme bei Kindern zwischen 3 und 17 Jahre eben das Knochenalter bestimmt. Das Ganze ist auch CE zertifiziert. Wir haben das MDR natürlich der Klasse 2. Hier ist wieder ein Röntgenbild der linken Hand. Das habe ich mal mitgebracht. Das ist ein kleiner Junge. Und das ist eben das, was unsere KI ausspuckt. Es sagt also das chronologische Alter einmal. Das ist diese Gräulich- und Peil-Skala. Und das chronologische Alter, Entschuldigung, das ist das richtige Alter, also das Geburtsalter. Und dann haben wir einmal das AI-based Gräulich und Peil. Das heißt, dieses Kind würde eben wahrscheinlich Wachstumshormone bekommen, weil es einfach mit dem Knochenalter viel jünger ist als das wirkliche Alter. Wir geben aber auch noch die Standard Deviation raus, das heißt, wo sich das Kind befinden müsste, in welchem Alter sozusagen. Auch dazu gibt es wieder eine Knochenalterbestimmung und eine Studie, die wir rausgebracht haben. Wir haben hier eben mehrere Untersuchungen schon angeschaut, 206. Und hier können wir wieder sagen, der Mean Absolute Error für Bone Age liegt bei 0,49, das ist sehr gut, für Seniorradiologen eben noch etwas höher und die Erfolgsquote liegt bei 94%. Ich glaube, gibt es nicht allzu viel zu sagen, das ist sehr gut. Dazu gibt es auch schon wieder eine Studie, die kann man sich durchlesen. Ich kann das auch gern nachher nochmal teilen, dass man sich das alles angucken kann. Dazu gibt es eine kleine Broschüre, vielleicht können wir die mit hochladen, dass man sich diese Sachen angucken kann. Das Letzte, was wir noch anbieten im Moment, ist das ChestView und hier unterscheiden wir in verschiedene Pathologien, in dringende, semidringende und welche mit Tumorpotenzial. Ich sehe gerade, hier ist ein kleiner Fehler, also nicht darüber stolpern, aber dringend wäre eben ein Pneumothorax oder die Konsolidierung der Lunge, semidringend wäre ein Pleuraerguss und mit Tumorpotenzial natürlich die kleinen Lungenrundherde, aber auch mediastinale oder hiläre Massen. Das Ganze wird angeschaut von der KI auf der PA-AP-Aufnahme, aber auch frontal und lateral. Das heißt, wir schauen auch die laterale Aufnahme an, was nicht gerade alle tun. Die Population, die wir hier haben, das ist alles ab 15 Jahre freigegeben. Wir arbeiten natürlich auch an einer Kinder-Chest-View. Allerdings ist es da schwieriger, Daten zu bekommen mit Kindern, die eben sehr, sehr krank sind, was ja eigentlich glücklich macht, dass es nicht so ist. However, hier haben wir auch die CE-MDR natürlich der Klasse 2a. Jetzt habe ich Ihnen mal eine Lunge mitgebracht und ich sage nur, dass der Satisfaction Bias hier immer sehr oder Satisfaction of Search hier zugreift. Deswegen diese Patientin hat eben Läuse und Flöhe. Wenn man also guckt, ich hoffe, Sie haben es einmal gesehen, dann zeige ich Ihnen jetzt die Ergebnisse.
Das wird ins PAX übermittelt, nämlich dass wir zwei Bilder gesehen haben und zwei analysiert haben und dass ein Pneumothorax besteht und ein Pleuralerguss. Und das Ganze wird dann eben so angezeigt mit mehreren Kästchen, wie wir es vorhin auch gesehen haben. Und jetzt hat die nette Dame nicht nur links einen Pneumothorax, sondern tatsächlich auch rechts. Das sieht man hier oben ganz gut im Bild. Was aber viele Radiologen eben bei meinen Demonstrationen manchmal auch übersehen. Und dann bin ich immer so, ist genau deshalb sind wir auch da, um eben den Radiologen oder auch den inneren Arzt zu unterstützen. Und hier unten sieht man dann so eine kleine Effusion, weil die am Zwerchfell hier so ein bisschen hängt. Das sieht man dann ganz gut. Eben auch auf der lateralen Seite. Genau, dazu gibt es auch wieder eine klinische Validation natürlich. Wir sind da ganz pfiffig und ganz schnell, glaube ich. Wir haben hier mal natürlich Allgemeinradiologen sowie auch Thoraxradiologen verglichen. Das ist jetzt die Folie für die Allgemeinradiologen. Und da sehen Sie, dass wir für den Pneumothorax die Sensitivität um 36% erhöhen konnten, aber auch die Lungenrundherde um 16% die Sensitivität stärken konnten. Hier sehen Sie ja, die mediastinalen Massen wären eher gefunden, aber auch Effusionen oder besser gesagt Ergüsse und Konsolidierung. Die Spezifität ist damit gleichwertig, aber wir können die Befundungszeit für diese Pathologien eben auch nochmal nach unten setzen, wenn es auch eben dringlicher ist. Jetzt wundern Sie sich, ich habe vorhin schon mal kurz gesagt, wie wir so ein bisschen da agieren. Wir docken also tatsächlich an das PAX an, installieren eine Gateway vor Ort oder eben über einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Und das Ganze wird dann in die Cloud gesendet, natürlich pseudonymisierte Daten. Das Ganze geschieht alles automatisiert aus dem PAX heraus, geht dann wieder in kürzester Zeit, also Sekunden kann man sagen, wieder zurück. Und dann haben Sie die Bilder schon im Viewer verfügbar, den Sie dann überall natürlich im Krankenhaus oder in der Praxis verteilen oder tatsächlich die Bilder auch mit den Patienten über andere Portale teilen, sodass man sich die runterladen kann, was der Guido Gebhardt vorhin gesagt hat, weil das ist, glaube ich, auch die Zukunft. Und ganz, ganz wichtig. Also es geht ganz schnell. Jetzt will ich noch mal was dazu sagen. Wir sagen ja immer, Return on Investment ist manchmal sehr schwierig oder was kann denn die KI eigentlich tun, ja, im Institut? Also die Frage ist immer, in welchem Institut man natürlich sitzt. Aber wir können sagen, dass wir bei Return on Investment sagen können, wir können die Befundungszeit reduzieren. Das haben wir anhand von Studien bewiesen. Wir können für den Patienten, aber auch für den Arzt zum Beispiel die Behandlungsqualität verbessern, indem wir einfach schneller agieren können. Und das bringt uns zu die Institutionen, die Mitarbeiterbindung natürlich, was wir auch vorhin schon gehört haben. Wer KI nicht nutzt heute, wird eben irgendwann runterfallen. Und das wird eben das große Problem sein. Und Rechtsstreitigkeiten und Rechtsansprüche wollen wir verringern. Dazu wird es eine Studie geben, die kommt hoffentlich auch im Q2 jetzt raus, sodass da geguckt wurde, wie viele Patienten wurden recalled und so weiter. Und wie viel könnten da eine Rechtsstreitigkeit ansehen. Wenn wir mit Kinderkliniken sprechen, dann sagen die auch gerne, wenn ich nur ein Kind nicht anrufe, bringt uns das ganz weit. Egal, ob es jetzt einen großen Impact hat oder nicht, für eine Behandlung sozusagen. Es geht darum, tatsächlich immer davon auszugehen, dass erstmal eine Fraktur besteht, wenn auch die klinischen Angaben des Kindes so sind. Und für den Workflow, das ist einer der wichtigsten Sachen, glaube ich auch, wenn wir das Boneview Trauma und das Chestview angucken in der Notaufnahme, können wir natürlich auch Verzögerungen reduzieren, wenn man zurückrufen muss, den Radiologen oder aber auch den Oberarzt, und Wiedereinweisungen eben vermeiden kann. Und für das Boneview Measurements und das Boneview Trauma natürlich in orthopädischen Abteilungen einfach die Patientenrekrutierung nochmal zu verbessern und standardisierte und verlässliche sowie vollständige Ergebnisse zu liefern. Vorhin haben wir nochmal gesehen, dass DeepC das ganz toll gezeigt hat, dass man auch Feedback geben kann. Auch das bietet Lima mittlerweile, dass wir sagen, wir können einen Discord einrichten, sodass man auf das Bild klicken kann und uns das anonymisiert übermitteln kann und sagen kann, okay, das war jetzt mal ein falsch positiver Fall. Hier habt ihr, da war die KI vielleicht etwas zu sensitiv oder ein falsch negativer Befund, was durchaus passieren kann, wenn zum Beispiel der Knochen gar nicht mehr, wenn es also mehrere Knocheninseln sind sozusagen, dann gehen wir davon aus oder die Firma und das Training, was wir absolvieren, dass das ein Radiologe oder auch ein Notfallarzt erkennen muss. Und die KI guckt eben diese kleinen Sachen an, die manchmal Haarrisse sind oder die man einfach nicht gut erkennen kann. Und damit möchte ich mich bedanken. Merci beaucoup und wünsche noch eine schöne weitere Veranstaltung und freue mich, wenn Sie noch Fragen haben für mich.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau de Jong. Sehr aufschlussreich auch das, was Sie uns heute mitgebracht haben. Im Augenblick habe ich keine Fragen. Sie haben Ihre Zeit gut ausgeschöpft und ich sehe, der Eiffelturm steht noch. Das ist ja auch schon mal eine gute Botschaft. Wir kommen zu einem, darf ich das sagen, Herr Professor Huberts alten Bekannten. Professor Huberts, Gründer von NeoQ aus Berlin. Der hat hier auch schon mal seinen Radio Report vorgestellt und ich vermute mal, dass das Thema ChatGPT auch für Sie hochinteressant sein dürfte. Heute zeigt er uns, wie seine Software inzwischen einen kompletten Codiervorschlag macht und wie mit dem Radio Report der Workflow noch weiter beschleunigt wird. Und über die Schnittstellen mit Gleamer und anderen habe ich ja schon gesprochen, aber Herr Professor Huberts, jetzt sind Sie dran. Versuche noch zu teilen. Einmal funktioniert das nicht mehr so wie vorhin. Entschuldigung, aber leider kann ich aktuell nicht teilen. Sind Sie... Müsste möglich sein für Sie. Entschuldigung, müsste für Sie möglich sein. Sie sehen ja unten den Button zum Teilen. Ja, und der funktioniert leider nicht. Okay. Sie drücken auf den und dann haben Sie ja die, also nicht die Option, Ihren Bildschirm zu übertragen. Ja. Jetzt. Sonst würde ich Sie anstatt zum Moderator mal zum Organisator ernennen. Versucht das mal, ja. Ansonsten bliebe uns nur die Möglichkeit, dass Sie sich auswählen und nochmal neu einwählen. Wo haben wir ihn? Da ist er wieder. Wie sieht's aus, Herr Professor Huberts? Das, was vorhin in der Generalprobe noch gut funktionierte, funktioniert leider nicht mehr. Jetzt würde ich noch mal schnell mich... Wir können ja in der Zwischenzeit, wählen Sie sich doch noch mal neu ein. Ja, mache ich. Wählen Sie sich doch noch mal neu ein und wir kommen dann einfach nachher noch mal zu Ihnen. Ich würde gerne mal an Dr. Möller und Dr. Engelmann weitergeben, wenn Sie sich beide netterweise und vielleicht auch Guido Gebhardt, wenn Sie sich gerade nochmal zuschalten, was sind so aus Ihrer Dreier-Sicht, fangen wir mit dem Dr. Möller an, die eindrucksvollsten Veränderungen der Entwicklungen in den letzten anderthalb Jahren, Herr Dr. Möller? Ja, also eigentlich muss ich sagen, was mich am meisten eigentlich bewegt ist, dass die KI tatsächlich absolut in der Routine angekommen ist. Und dass wir in der Tat eigentlich, ich meine, das war vor einem Jahr relativ spektakulär zu sagen, dass wir bald ohne KI, ich sehe es jetzt von unserer Warte aus in der Notfalldiagnostik, dass wir bald ohne KI nicht mehr Notfalldiagnostik, insbesondere im Bereich des Schädels, machen dürfen. Aber mittlerweile deuten alle Fakten einfach darauf hinaus, dass das auch so laufen wird. Also ich bin davon überzeugt. Was für mich auch durchaus interessant war zu sehen, dass die Integration in die Systeme tatsächlich schneller vorangeht, als ich es eigentlich erwartet hatte. Und als drittes, dass ich eigentlich überrascht war, wie wenig es Probleme mit der Installation von KI-Systemen gibt. Also das sind Sachen,
wo ich schon verblüfft war und ich dachte, okay, also in der Tat, KI ist für die Praxis schon richtig tauglich. Dass wir immer noch in den Anfangszeiten der KI stehen, ist keine Frage. Aber wir sind jetzt im Prinzip von der Leistungsfähigkeit eigentlich, da gibt es eigentlich für mich überhaupt keine Frage. KI ist leistungsfähig und KI ist ein tolles Tool, ein richtig tolles Tool für den Radiologen. Und ich kann diese Aussage nur unterstützen. Ohne KI wird auf Dauer Radiologie nicht mehr so funktionieren. Herr Dr. Engelmann, sehen Sie das ähnlich? Ja, ist auch so. Ja, das Zitat, was zweimal genannt wurde, ist, dass die KI keine Radiologen ersetzen wird. Aber vielleicht Radiologen, die keine KI benutzen. Das finde ich ganz auf den Punkt gebracht. Und tatsächlich sehen wir ja aus den Beispielen, welche Vorteile die KIs bringen und dass sie die Qualität erhöhen, dass sie die Reading Times reduzieren und so weiter. Und da sehe ich eigentlich nur Vorteile. Ansonsten bei den Anwendungen, die wir gesehen haben, die haben sich weiter konsolidiert und ich denke, damit haben wir Marktführer dann auch gesehen, die halt da agieren und selbstverständlich heutzutage verwendet werden. Ich fand auch ganz beachtlich den Beitrag von Franz von DeepC, der da diesen Prozess nochmal bewusst gemacht hat, das Qualitätsmanagement sozusagen vor der ersten Anwendung bis hin zur Beobachtung im laufenden Betrieb. Denn die MDR ist ja nicht nur einfach mal jetzt ein Zertifikat, das man kriegt und dann ist gut, sondern tatsächlich gehört ja auch die Marktüberwachung über die gesamte Lebenszeit der Software im Markt dann hinterher dran. Und da müssen wir natürlich auch die entsprechenden Mechanismen haben, um das auch leisten zu können, um dort auch eine Rückverfolgbarkeit zu haben, um auch Events, die möglicherweise auftauchen, dann auch entsprechend verfolgen zu können. Ich denke, das ist toll, wenn man das halt über so ein Konstrukt wie eine Plattform haben, wo wir das alles aus einer Hand haben und das nicht für jede KI, die man sich ins Haus holt, nochmal wieder neu denken muss. Ja, das ist also nochmal eine Bestätigung für mich auch, dass diese Plattformintegration ganz, ganz wichtig ist und viele Vorteile für alle Beteiligten bringt. Ja, so viel zu meiner Seite. Dann würde ich gerne von Guido Gebhardt noch ein Schlussstatement haben und dann, Herr Professor Huberts, starten wir mal Ihren zweiten Anlauf. Ja, als Dritter ist es dann oft schwierig, weil dann ist ja schon fast alles gesagt, nur noch nicht von Aber jedem. Aber nur noch nicht von jedem. Ich kann mich den beiden Vorrednern wirklich nur anschließen. Was mich auch beeindruckt hat, ist wirklich diese tiefe Integration, wie die auf einmal funktioniert. Dann, was der Dr. Engelmann gesagt hat, mich hat auch der Vortrag von Franz Pfister wirklich beeindruckt, weil es ja auch darum geht, und das habe ich vorher vielleicht vergessen, als dritten Hemmschuh für die Integration oder für den Nutzen von KI zu nennen, ist die Validierung, das Vertrauen in die Funktionsweise der künstlichen Intelligenz. Und wenn es jetzt Hersteller gibt, bei denen man vorher sowas testen kann und sich online anmelden, dann finde ich das einfach nur fantastisch. Und dem anderen Statement, also ich bin inzwischen so weit zu sagen, der Radiologe, KI wird keinen Radiologen zu ersetzen, kann ich fast nicht mehr unterschreiben, weil stellen Sie sich vor, was mit den Teilgebietsradiologen plus KI geschieht. Also die werden auf jeden Fall Radiologen ersetzen, genauso wie es der Herr Müller und der Herr Engelmann beschrieben haben, die keine KI einsetzen. Also insofern trifft es meines Erachtens dann doch wirklich welche. Und ich kann jedem nur empfehlen, nur schnell damit zu beginnen. Denn die Entwicklung lässt sich ja branchenübergreifend nicht mehr aufhalten. Ja, ich meine noch dazu eigentlich, dass wir eigentlich mehr oder weniger fast so eine Verpflichtung haben, auch als Radiologen das Ganze zu begleiten. Ich meine, das ist eine neue Entwicklung, die auch in die falsche Richtung gehen kann. Aber wir haben eigentlich, denke ich mir, doch schon festgestellt, oder ich denke, wir alle sind doch der Meinung, KI ist eigentlich angekommen. Und wir kommen eigentlich ohne KI so richtig nicht mehr aus, kann man nicht sagen. Aber KI führt zu einer Verbesserung in vielen Bereichen. Also wir werden und sollten KI nutzen. Ja, dann haben wir doch, sollen wir fluchte Tat doch auch gucken, dass wir es beeinflussen. Dass wir die Richtung beeinflussen, und zwar in eine sozusagen für uns alle gewollte, richtige Richtung. Und das ist, glaube ich, insbesondere das, was man den Radiologen eigentlich ins Gebetbuch schreiben sollte,
dass sie sich darum kümmern, dass die KI im Prinzip auch eine richtige Entwicklung für uns alle nutzbringende Entwicklung nimmt. Ja, vielen herzlichen Dank an der Stelle. Und jetzt, Herr Professor Huppertz, once again. Dann bitte ich nochmal um die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen. Sie sind der Moderator. Schön. Ich hoffe, dass ich jetzt zu sehen bin. Jawohl, es geht. Prima. Also, vielen Dank. Auf zum Endspurt. Vielen Dank. Vielen Dank für die einführenden Worte. Mein Name ist Alexander Huppertz. Ich bin Facharzt für Radiologie, gut 20 Jahre in unterschiedlichen stationären und ambulanten Einrichtungen tätig gewesen. Und was mich immer gestört hat, ist eigentlich das Endprodukt. Wir liefern ja als Radiologe keine Bilder primär, sondern es geht ja eigentlich um etwas ganz anderes, unsere Interpretation und den Befund. Und um einmal kurz zu zeigen, wo wir uns aufhalten, müssen halt sehen, natürlich, wenn wir uns ganz, ganz viel Mühe für einen guten Befund geben, dann klappt das auch. Aber wir haben halt eine Situation, eine sehr hohe Arbeitslast und viele Ärzte auch in der Aus- und Weiterbildung. Und das, was ich Ihnen zeigen möchte, ist das Konzept und die Performance des Guided Reporting, unseres Produktes Radio Report, wie ein moderner Befund aussehen kann und dann natürlich passend zu dieser Veranstaltung, wie die AI dort direkt hineinfließt. Ganz kurz nur die paar Slides. Das Urteil, was wir von weiterbildenden Ärzten bekommen, ist nicht gut. Man muss klar sagen, dass viele junge Ärzte sich beschweren über nicht nur eine hohe zeitliche Arbeitsbelastung, sondern auch die Qualität der Weiterbildung und der Supervision. Und da werde ich Lösungen zeigen. Und ein unverändert sehr großes Problem ist es, wenn Sie die Bilder deuten können, aber die deutsche Sprache nicht beherrschen können oder auch wenn wir Ärzte im Ausland tätig sind, auch dafür braucht es Hilfsmittel. Jetzt kann man ja sagen, wie sieht denn die Welt heute aus? Hat man hier so einen typischen Befund mitgenommen? Er sieht eigentlich recht modern aus. Er ist auch nach DIN-Normen konzipiert. Das heißt, er hat die einzelnen Kapitel Befund, Beurteilung. Ich möchte auch generell noch einmal sagen, das, was viele KI-Hersteller als Report bezeichnen, ist kein Report, sondern es ist ein Bericht, was die KI gefunden hat. Ein Report sieht so aus. Und wenn wir leider dieses Beispiel ansehen, dann muss man sagen, das ist zwar mit viel Mühe gemacht, das ist auch weitgehend richtig, aber da ist schon eine gravierende Anzahl von Fehlern in den Befunden drin. Und hier in diesem Falle, Sie sehen das hier, eine Rissbildung, keine Rissbildung, im Befund noch richtig, in der Beurteilung falsch. Das ist der gravierendste Fehler, dieser sogenannte Missense Omission Error. Wie sieht das mit unserem Produkt aus? Deutlich übersichtlicher, deutlich klarer. Diese ganzen Rechtschreibfehler sind natürlich herausgezogen und es ist eben genau die Sprache, die der zuweisende Arzt erwartet. Hier nochmal ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis, wo wir sehen, wie so ein Befund heutzutage aussehen kann. Dies mit Radio Report erzeugt nicht nur Text, sehr klarer und deutlicher Text, sondern eben auch Bilder und Localizer im Befund. Und auch ganz interessant, und ich denke, das ist auch in diesem Kreise sehr wichtig, der Befund ist in dem Moment des Befundens vollständig ICD-10 kodiert. Das heißt, auch für die Erlössituation eine ganz wichtige Situation. Herr Brady hat das mal sehr schön zusammengefasst. Das, was wir heute machen, ist so ein bisschen der kritzelnde Hemingway. Eigentlich gibt es schon seit vielen Jahren die Publikation, dass man sagt, man braucht Struktur im Befund. Auch die Fachgesellschaften fordern das. Das Problem war, es fehlte bislang das Produkt. Und deshalb sieht es bei vielen Radiologen so aus. Das heißt, man braucht im Endeffekt nicht nur sein PAX- und RIS-System, sondern einen Haufen an Fachbüchern, Internetzugang und so weiter. Und all dieses wollen wir in einem System verbinden, was natürlich ins PAX und RIS integriert ist, was aber eben auch mit KI arbeiten kann und Daten für KI liefern kann und Big Data liefert. Und bevor ich das Produkt zeige und dann anschließend die AI-Integration, möchte ich noch einmal auf die Definition aufkommen. Das, was heute zu 99% gemacht wird, ist dieser Prosa-Text. Wenn man sich genau auf bestimmte Standards einigt, dann geht man in die zweite Level, die standardisierte Befundung, allerdings noch ohne die entsprechenden IT-Tools. Structured Reporting hört man vielfach, hat sich nicht wirklich durchgesetzt.
ist eine Software mit geringer Komplexität, wo Sie bestimmte Dinge im Entscheidungsbaum haben, aber nach wie vor eben viele Dinge im Bereich von Freitext arbeiten. Und Guided Reporting ist eben die Innovation von Radio Report, die ich nun zeige. Warum haben wir das erfunden? Das ist, wie gesagt, der Punkt, die heutigen Befunde vielfach fehlerhaft, viele Fehler, nicht nur im Bereich der Orthographie, sondern auch des Inhaltes. Und den schlimmsten, den hatte ich Ihnen eben schon gezeigt. Ich möchte sagen, da ist keine Pneumonie und da ist aber eine Pneumonie. Das heißt, das, was ich Ihnen zeige, ich hatte es am Anfang schon auf der ersten Folie. Wir sind eine ärztliche Firma, das heißt, der Beginn war die Dechiffrierung des ärztlichen Denkprozesses. Das heißt, die Software ist genau auch zugeschnitten auf den radiologischen Anwender. Und wir werden sehen, dieses Guided Reporting, hier auch dargestellt in der Abbildung, führt den Nutzer Schritt für Schritt durch den Befundprozess. Natürlich sind standardisierte Glossars und die neuesten Guidelines integriert. Und im nächsten Slide würde ich in einen Fall gehen. Ich möchte nur einmal kurz zusammenfassen, was unterscheidet denn nun unser Guided Reporting von anderen Versuchen? Wie gesagt, Guided Reporting heißt, durch Pfade für Infoeingabe, Pflichtfelder, Plausibilitätsprüfungen garantieren Sie vollständige Befunde. Wir arbeiten nach Anatomie und nicht nach Pathologie und deshalb können wir KI sehr gut integrieren, weil wir eben eine Körperregion abbilden. Und ich hatte es schon erwähnt, wir können in anderen Sprachen erarbeiten. Wir verkürzen den Befundprozess, können in ICD-10 kodieren. Und natürlich kann man auch noch Freitext hinzufügen, aber das hat eine untergeordnete Rolle. Ich zeige Ihnen mal so ein typisches Beispiel. Wie muss man sich die Software vorstellen? 24-jährige Patientin, zweite Luxation der Schulter. Wir sehen hier die beiden Bilder. Wir gehen jetzt in dieses Radio Report hinein und ich hatte Ihnen gesagt, wir können die gesamte radiologische Palette im Bereich MRT, CT, Mammographie und Röntgen der Knochen und Gelenke abbilden und wir haben eben Module und keine Templates mehr. Das heißt, ich gehe hier in diesem Fall in das Modul Schulter MRT hinein und ich lasse einmal den Film laufen. Ich hoffe, der ist jetzt in vernünftiger Frequenz zu sehen. Sie sehen dieses Guided Reporting. Sie sehen, ich arbeite mich Schritt durch Schritt durch den Befundprozess, berichte hier die erste Schulterluxation traumatisch, wähle eine sogenannte Loop. Das heißt, ich kann auch mehrere anamnestische Effekte zusammen berichten, berichte diese Schulterluxation genau. Sie sehen, ich werde wie durch einen Entscheidungsbaum geführt, sehr stark geführt, berichte hier noch eine Voruntersuchung. Kann die auch zeitlich zuordnen, natürlich nicht kontrastverstärkt und kann jetzt den Hauptbefund, diese Hill-Sachs-Läsion, sehr schön berichten. Sie sehen, sie werden auch nochmal geführt. Wie oft hat man vergessen die Gradangabe, die aber gerade für den Orthopäden wichtig ist. Hier sehen Sie diesen Prozess des Bildeinfügens und wie gesagt, nicht an das Ende des Befundes, sondern dort, wo es hingehört. Überall diese Infodateien, Sie senken an den Schreibtisch eben. Und damit können Sie sehr effizient befunden. Hier jetzt die Labrum-Läsion. Ich sage, ich weiß, was ich für eine Läsion sehe. Ich lokalisiere die Läsion. Ich vergebe meine Differentialdiagnose, Lab-Läsion. Auch hier füge ich nochmal so ein Bild ein. Und dann sehen Sie schon im nächsten Schritt, die Software hat schon geholfen, diesen Abriss zu markieren. Ich kann auch eine Differentialdiagnose noch angeben. Der Gelenkerguss schlussendlich. Und Sie sehen jetzt mit schnellen Tastenbefehlen oder auch Mikrofonbefehlen habe ich in unter 90 Sekunden diesen vollständigen Befund erzeugt. Sie sehen auch jetzt hier, ich kann diesen Befund natürlich noch bearbeiten. Ich kann also diese Rangordnung in der Beurteilung verändern. Und das ist ja ganz wichtig am Radio Report. Sie haben nicht nur einzelne Stichpunkte, sondern Sie generieren mit der Software einen vollständigen Befund. Ich kann den in jede Sprache übersetzen. Und ich gehe jetzt hier in diesem Falle direkt, gebe ich den Befund frei und dann taucht das auf, was in dieser heutigen Sitzung so häufig erwähnt wurde, die Integration. Ich kann direkt ins RIS und PACS exportieren. Ich gehe in diesem Fall noch kurz weiter. Das sind auch nochmal schöne Publikationsdaten, die zeigen, wie unvollständig heute Befunde eigentlich sind. Und natürlich kann Radio Report Interpretationsfehler nicht verhindern, aber es hilft, den Nutzerinnen und Nutzern natürlich einfach konzentriert die Dinge abzuarbeiten, wie hier auch bei der Schulterluxation.
Nun das Thema von heute und die Neuigkeiten im Guided Reporting. Die Software ist natürlich optimal vorbereitet, KI-Ergebnisse aufzunehmen. Und das war ja heute in keinem der Vorträge vollständig erwähnt. Wie gesagt, ich kann mit Radio Report einen vollständigen Befund einer Körperregion machen. Ich zeige hier nur ein Beispiel. Wie sieht unser neues Produkt? Wie könnte das dann aussehen? Sie sehen hier, ich kann AI-Ergebnisse importieren, habe am Anfang die Frage, möchte ich das KI-Ergebnis verwenden? Und dann wird KI genau mit einem Directing, die genau die Ergebnisse in den Entscheidungsbaum bereits eingefügt, sodass Sie hier in diesem Falle einer KI aus Tübingen nicht mehr die einzelnen Schieberegler betätigen müssen, sondern diese schon voreingestellt sind. Und ich lasse mal einen kurzen Film laufen, wie das zum Beispiel mit der Lösung, die die Julia de Jong eben gezeigt hat, von Glima laufen wird. Sie sehen hier die Integration einer Glima-KI, die BoneView, in Radio Report. Also ein Patient, 70 Jahre, er ist von der Leiter gestürzt, er hat eine Fraktur des L1. Aber er hat eben wie all unsere Patienten eben noch mehr als diese Fraktur. Und wir sind ja auch verpflichtet, diese anderen Dinge mit zu berichten. Sie sehen so wie eben auch, ich wähle ein Modul aus. Hier am Anfang wähle ich aus, dass ich diese KI-Ergebnisse sehen möchte. Sie sehen das, was Sie eben schon einmal im Vortrag gesehen haben. Sie sehen jetzt angemerkt ein positives Finding, also eine Fraktur. Ich muss noch als Radiologe, das kann die Glima-KI nicht, lokalisieren, in welchem Wirbelkörper die Fraktur ist. Und das gehört ja ganz entscheidend zum Prozess mit dazu. In dem Moment, wo ich sage, ich möchte diese Ergebnisse übernehmen, sehen Sie jetzt gerade im Film, das passiert jetzt, das Ergebnis der Glima-KI wird in diesem Fall in den Befund übernommen. Das heißt, ich starte meinen normalen Befundprozess. Sie sehen jetzt, ich erzeuge einen vollständigen Befund. Ich berichte also das Trauma und die Fraktur, damit also auch die Indikation oder die rechtfertigende Indikation, gebe an, es handelt sich um ein 2D-Röntgen. Und Sie sehen jetzt, wo ich auch im Guided Reporting auf diesem Folder Nummer 8 bin, der ist eben nicht leer, sondern die Fraktur ist hier bereits eingetragen und aufgrund der Lokalisation, die ich ja ärztlich gemacht habe, auch lokalisiert. Wir wissen aber alle, nur eine Fraktur zu lokalisieren hilft überhaupt nichts. Damit kann man keinen Patienten behandeln, sondern wir sind ja als Radiologen und Radiologinnen verpflichtet, diesen Befund jetzt auch genau zu klassifizieren, woraus sich ja die Behandlungsentscheidung in diesem Falle ableitet. Und Sie sehen hier in diesem Falle, ich kann also nach AO diese Fraktur genau klassifizieren bis in die letzte Gliederungsebene hinein. Und jetzt sehen Sie in dem Film das, was ich am Anfang gesagt habe, wir haben eben mehrere Dinge. Wir haben nicht nur die Frakturen im Röntgenbild, sondern das Radio Report ist der führende Prozess. Ich kann also hier auch noch die degenerativen Veränderungen, die ich durchaus in diesem Bild auch mit berichten würde, kann ich auch noch mit angeben. Hier auch noch die Steilstellung der LWS, die übrigens ja auch ICD-10 relevant ist. Und Sie sehen hier die Kombination, in diesem Falle das Beispiel Radio Report plus Glima. Ich habe anhand eines vollständigen, schlüssigen Workflows einen kompletten Befund erzeugt, in den die Ergebnisse der KI eingeflossen sind, aber eben auch das, was ich sonst im Bild sehe. Und damit bin ich eigentlich schon bei der Zusammenfassung angelangt. Ich hatte dieses Radio Report ja bereits im letzten Jahr in dieser Veranstaltungsreihe präsentiert. Es ist eine sehr leistungsfähig, technisch hochkomplexe Lösung. Die Logikzeilen, also eine Ebene, wie viel eigentlich in dieser Software abgebildet ist, sind ungefähr 30 bis 40 Mal größer als bei der strukturierten Befundung. Aber nur deshalb funktioniert die Lösung eben auch in der klinischen Routine. Wir sind eine ärztliche Firma. Das heißt, die DNA des Radiologen ist sowohl in dem Produkt verwirklicht als eben auch in der Produktpflege. Und das, was ich Ihnen heute zeigen wollte, und das ist vielleicht auch ein guter Abschluss zu den vorherigen Vorträgen, wir können erstmals in Zusammenarbeit mit KI-Firmen einen effizienten und vollständigen Workflow darstellen mit direkter Integration von Daten aus der KI, aber eben auch aus 3D-Post-Processing und anderen Systemen. Und diese ganzen Informationen, die Sie sonst in den Büchern auf dem Schreibtisch haben, die haben Sie in der Software mit drin.
Nun ist natürlich immer die Frage, viele Radiologen fragen immer, wie kann ich dieses Zeitproblem, was ich habe, wie kann ich das lösen? Ich habe doch so viele Befunde zu tun. Und da sagen wir immer, ich denke, es wurde ja heute auch mit der AI angesprochen, sowohl die Zeit ist reif für KI, als eben auch mit dieser neuen Befundmethode zu starten. Denn wenn Sie ewig versuchen, die Hühner nur zu fangen, Sie müssen den Zaun reparieren, um einfach den Workflow schneller und besser zu machen. Und wenn Sie das dann sich einmal darauf eingelassen haben, dann werden Sie auch wie in dieser Publikation aus Bern sehen, dass Sie sehr schnell diese Software bedienen lernen und dann diese Geschwindigkeitsvorteile auch vollständig realisieren. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. Entschuldige mich, dass am Anfang die Technik irgendwie in der Übertragung noch nicht funktionierte, aber ich hoffe, die Message ist jetzt gut zu Ihnen herübergekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an Sie, Herr Professor Huppertz. Das hat ja wunderbar geklappt und Sie sind auch schön im Zeitrahmen geblieben. Und ich gebe allen, die noch in unserer Session sind, jetzt mal eine aufmunternde Information. Da wir kurz vor Ostern stehen, werden wir mit den Hühnern weniger zu tun haben als mit den Eiern. Und die bringt ja bekanntlich der Osterhase. Aber abgesehen davon bedanke ich mich jetzt bei allen. Ich habe keine Fragen zu Ihrem Vortrag, der war offenbar erschöpfend, bei allen, die heute in der Session waren. Im Juni werden wir unsere Veranstaltungsreihe fortsetzen. Und dann wollen wir uns etwas anschauen, was heute schon mal angesprochen war, nämlich wo überall steckt denn in kleineren, mittleren und größeren Diagnosegeräten der großen Unternehmen wie Siemens, Philips, GE und anderen, wo steckt denn da KI schon drin und wie wirkt es und wem hilft es und ja, vielleicht auch, wohin geht die Reise bei der Verknüpfung mit anderen diagnostischen Instrumenten? Der Dr. Möller hat das schon mal angesprochen. Da ist noch viel Musik drin, wenn man über Labor und andere Dinge redet. Da wird auf uns in den nächsten Jahren noch einiges zukommen. Also wenn sich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei dem Thema jetzt jemand angesprochen fühlt, melden Sie sich gerne bei uns. Ebenso, wenn Sie Themenvorschläge oder Anregungen für künftige Sessions haben, auch gerne. Und bevor ich mich und Sie in hoffentlich einen schönen Abend verabschiede, zeige ich Ihnen nochmal ein Buch, das gerade erschienen ist. Nämlich das erste, wenn man so will, Standardwerk zum Thema Teleradiologie, das es im deutschsprachigen Raum gibt, von Uwe Engelmann, Thorsten Möller und Florian Schwind. Herrn Engelmann und Herrn Möller kennen Sie ja schon. Ich weiß nicht, ob der Florian Schwind heute in der Session war. Die haben das Buch geschrieben, ist bei Springer erschienen und sicherlich gehört es in jeden Schrank, sofern Sie noch so traditionelle Dinge wie Bücher haben. Aber irgendwie fühlt sich sowas dann doch ganz gut an und da drin zu blättern ist mehr als spannend. Tja, an der Stelle bedanke ich mich. Bitte meine beiden Mitveranstalter, Herrn Dr. Engelmann und Herrn Dr. Möller, noch in der Session zu bleiben und bedanke mich an der Stelle bei allen, die mitgewirkt haben. Vielleicht bis zum nächsten Mal, bis zum übernächsten Mal und bedanke mich bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie mitgewirkt haben. Vielen Dank, viel Erfolg bei allem, was Sie tun und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Genau. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss. Danke, auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Vielen Dank, tschüss.